Nachdem es jetzt 8 Uhr ist, möchte ich euch ganz herzlich begrüßen. Freut mich sehr, dass ihr alle da seid. Ich freue mich also wirklich total darüber, dass wir heute mit dem Robert Krause und dem Florian Puchert und auch der Martin Fricke reden können. Ihr seid ja wirklich mit die heiß begehrtesten Drehbuchautoren, die es gerade so gibt. Und umso bemerkenswerter, dass ihr euch hier Zeit nimmt. Robert, du hast, glaube ich, vor ein paar Tagen den Zuschlag für Sissi Staffel 4 bekommen und müsstest jetzt eigentlich schreiben, oder? Nein, nicht. Ich schreibe nur noch vormittags. Ah ja, genau, dazu kommen wir später. Wie schafft man es? Weil das ist jetzt heute unser Thema. Wie kriegt ihr drei es so toll hin, so abzuliefern, also hier ein Drehbuch nach dem anderen rauszuhauen, nicht nur für ein Einzelwerk, sondern gleich eine komplette Serie. Wir haben es im Newsletter erwähnt, aber ich muss das natürlich jetzt schon noch alles aufzählen. Also ihr seid beide mit dem Grimme-Preis oder für den Grimme-Preis nominiert worden für Dignity, eine Serie, die ihr gemeinsam geschrieben habt. Ihr habt unsere wunderbaren Jahre, ein Event im Öffentlich-Rechtlichen zusammengeschrieben. Ihr macht dann auch nicht alles zusammen. Robert war jetzt viel beschäftigt mit 3,5 Stunden, was du als Roman und als Drehbuch veröffentlichen durftest. Bist eben hier Head-Autor von der RTL-Serie Sissi. Seit mehreren Jahren natürlich jetzt voll beschäftigt, hast dann zwischendrin noch einen Vierteiler für die ARD abgeliefert, Levi, der bald ausgestrahlt wird. Uns interessiert, glaube ich, heute alle, wie ihr das macht. Und ihr arbeitet ja mit Drama Queen, sodass wir jetzt im ersten Teil des Abends einfach mal euch gerne über die Schulter schauen möchten. Und im zweiten Teil des Abends sind wir, oder ich natürlich auch, weil ich bin auch so ein eruptiver Schreiber, wie wir vorher herausgefunden haben. Also ich bräuchte jetzt auch so ganz dringend Tipps, wie ich disziplinierter schreiben kann. Und dafür würden wir euch dann im zweiten Teil auch gerne einiges entlocken, wie da eure Tools und Mechanismen sind. Ihr habt ja auch ein Tool entwickelt, was ihr uns dann nachher vorstellen werdet, im Club 23, wie ihr euch ja nennt und eure Community. Und ich sehe auch, Madeleine ist da. Hallo Madeleine, hi. Hallo Madeleine, schön, dass du da bist, Madeleine. Du bist, glaube ich, ehemalige Schülerin von den beiden, weil die beiden sind ja auch als Professoren an der HFF Filmhochschule in München tätig und du hast da, glaube ich, studiert und bist aber jetzt auch schon Absolventin und hast auch schon deine ersten tollen Projekte realisiert. Also ich weiß, dass du Freibad geschrieben hast, was dann Doris Dörrie inszeniert hat und ins Kino gebracht hat. An was schreibst du gerade? Gerade mache ich eine Romanadaption mit Klausen Putz und Helena Hufnagel. Cool. Und Florian, an was schreibst du gerade? Ich schreibe gerade an mehreren Sachen sogar. Ich schreibe Kinofilme neuerdings, was ich vorher überhaupt nicht gemacht habe. Und seltsamerweise habe ich mich in den letzten Jahren wieder, nachdem ich immer die ganze Zeit so Serien geguckt habe, dann auch wie verrückt, wie wir alle wahrscheinlich, habe ich irgendwann mal wieder angefangen sozusagen, ich muss auch mal wieder Filme gucken und Filme anschauen. Und wie das manchmal so ist, ohne dass ich es forciert habe, schreibe ich gerade mehrere Kinofilme jetzt, was ich vorher überhaupt nicht gemacht habe. Also irgendwie ging das so Hand in Hand. Und da schreibe ich gerade an zwei Kinderfilmen und an einer Fortsetzung von Wer früher stirbt, ist länger tot. Ja, das ist eben auch bewundernswert, weil das macht ihr alle drei. Ihr schreibt alle drei nicht nur ein Projekt, wie halt wir Normalmenschen oder wenn wir überhaupt eins schreiben, sondern ihr schreibt zwei oder drei Projekte gleichzeitig. Und vielleicht fangen wir einfach mal versuchen, das alles in irgendwelche Bahnen zu lenken. Ich würde jetzt gerne, weil ich da natürlich sehr, sehr gespannt bin, als Mitentwicklerin von Drama Queen, euch mal dabei zusehen, wie ihr mir vielleicht mal zeigt, ein Projekt, was ihr mit Drama Queen bisher entwickelt habt. Robert, magst du uns ein Projekt zeigen? Ja, hallo, guten Abend, danke für die Vorstellung, liebe Evi. Ja, wir alle drei sind eigentlich Drama Queen Power User, zumindest mal was von der Menge. Also wir schreiben, glaube ich, alle drei
fast nur noch auf Drama Queen, außer wir haben dann irgendwie äußere Zwänge, es nicht zu machen. Und haben das sehr lieb gewonnen, das Tool. Also vor allen Dingen benutzen wir es sehr gern auch, um eine Story zu entwickeln. Und das ist ja, wie alle hier Schreibende vor uns sitzt, ja immer diese große Frage, wie fange ich an? Ich habe eine Idee, die tobt mir im Kopf rum. Wie kriege ich denn die in eine Form? Schreibe ich die jetzt einfach los? Oder versuche ich dann erstmal irgendwie die Story zu entwickeln, um dann loszuschreiben? Und viele fühlen sich ja wohl und so geht es eben uns auch, wenn wir die Story, ob jetzt Roman oder Spielfilm oder Serie, wenn wir diese Story erstmal entwickeln, das heißt also die Grundschritte der Geschichte, bevor wir losschreiben, also das Ausschreiben, einfach erstmal versuchen zu erfassen und damit irgendwie auch ein Gefühl zu verkriegen, was in dieser ganzen Geschichte von Anfang bis Ende passiert, bevor wir es richtig ausschreiben. Und das ist gerade ganz besonders beim Drehbuch wichtig. Also ich habe schon lange nicht mehr anders geschrieben als so, dass ich erstmal überhaupt eine Grundgeschichte entwickle. Und bei einer Serie, wie jetzt zum Beispiel Sissi, da haben wir jetzt 4 Staffeln entwickelt. Das waren insgesamt 24 Bücher. Die schreibe ich zusammen mit einer Kollegin, die heißt Elena Hell. Und da ist es natürlich besonders wichtig, könnt ihr euch ja vorstellen, bei einer Staffel, das sind 6 Bücher, eine Dreiviertelstunde, das ist ein Haufen Holz, die irgendwie erstmal so als großen Storybogen zu begreifen, bevor man losschreibt. Und da haben wir eigentlich in Drama Queen ein schönes Tool gefunden, um erstmal auch bei diesem, wir nennen das eben Plotten, Ausentwickeln der Geschichte, einfach eine schöne Möglichkeit zu finden, um das irgendwie darzustellen. Ja, man kann es natürlich, viele von euch werden es wahrscheinlich an die Wand kleben mit Karteikarten und das genauso kann man es schon in Drama Queen an die Wand kleben und finde dann, also wir haben eine schöne Möglichkeit gefunden, dann auch auf alle Ideen, die dann so kommen beim Prozess, dann irgendwie auch gleich in Drama Queen zu implementieren. Also ich zeige euch jetzt mal was ist jetzt die, aus der Staffel 3, das erste Buch, zeige ich euch mal, gebe ich jetzt mal frei. Ich hoffe, ich kriege das hier so einigermaßen gut hin. Und da kann ich euch mal aufzeigen, wie wir die Struktur bauen. Und wir haben jetzt hier 3 Elemente offen, wie ihr seht. Das ist auf der einen Seite die Übersicht. Scroll ich mal so hier rein. Und da ist auf einer Zeile einfach immer jede Szene aufgeführt. Ja, hier. Und dann haben wir in der Mitte, habe ich die Kacheln aufgemacht. Das ist also die, wie würdet ihr das in Fachspeech nennen? Das Board, genau. Das hier. Board, richtig. Ja, genau. Das Board geöffnet und auf der rechten Seite haben wir das Skript schon geöffnet. Das kann man anwählen, eben, dass man sich das als Treatment anzeigen lässt. Das ist hier in Fließform oder wirklich schon als Skript hier dann als echtes Drehbuch, wie ihr seht. Und diese 3 Ebenen haben wir von Anfang an offen. Also sobald wir anfangen, rumzuplotten und Ideen auszuspucken, haben wir diese 3 Ebenen für uns offen. Und wir schreiben, das ist jetzt nicht ganz so wichtig, aber wir schreiben jetzt so eine Folge in 4 Sequenzen aufgeteilt. Hier in dieser Board-Ebene schreiben wir dann einfach die Ideen rein für jede Szene. Also hier seht ihr, durch eine Flügeltür kommt Eugenie. Oder Sissi und Franz liefern sich eine Jagd mit der Leibwache. Mhm. Und diese Elemente, das sind eben einfach so Kurzbeschreibungen der Szene, schreiben wir hier rein in dieses Board. Und jetzt waren wir hier nicht besonders diszipliniert. In den letzten Büchern, die darf ich euch aber noch nicht zeigen, haben wir diese Kacheln auch noch schön sauber eingefärbt und haben je nach Handlungsstrang, den wir haben, eine eigene Farbe gewählt. Ich kann euch das mal kurz zeigen. Da klickt man rechts rein in die Kachel, macht eine Storyline-Zuweisung und dann seht ihr hier, ist bei uns der A-Plot-Strang, also ist die Haupthandlung, ist Sissi in grün. Der B-Plot-Strang ist Franz in rot. Wally ist in gelb. Angewählt haben wir jetzt aber erstmal nur, das habe ich jetzt extra so gemacht, damit es nicht total bunt und verrückt wird, erstmal nur alles, was mit Sissi zu tun hat, seht ihr, das ist schon mal grün. So. Und das räumt das Ganze mal fein auf. Und jetzt ist das Lustige, dass wir dadurch, dass wir diese 3 Ebenen offen haben, sehen wir hier mal so als Fließform, wie die ganze Story läuft, ja, von Szene 1 bis Szene 43. Und wir können gleich, wenn wir jetzt zum Beispiel bei Szene 16, Gustav hilft Wally nach Hause, wenn wir dazu eine Idee haben, die etwas tiefer geht, als was wir in die Kachel schreiben wollen, schreiben wir einfach gleich hier in die Treatment-Ebene, hier rechts, die Idee rein. Ihr seht, bei der Szene 15 haben wir da einen Haufen Zeug reingeschrieben, ein bisschen Dialoge,
noch ein paar andere Ideen. Und das Schöne an diesem Tool ist, dass diese drei Ebenen verknüpft sind. Das heißt also, das, was ich hier in Szene 16 reinschreibe, hängt mit dem in Szene 16 zusammen und mit dem in Szene 16. Und das, was ich da besonders liebe, ist, dass ich dann einfach zum Beispiel, wenn ich das Buch umstrukturiere und feststelle, ach, der Gustav hilft Walli nach Hause soll eigentlich 4 Szenen später stattfinden, also wo man traditionell auf der, keine Ahnung, am Board, an der Wand eben das Papier, also den Post-it umkleben würde, verschiebt man hier einfach die Szene 16, wo wir sagen, okay, die muss nach Szene 20 verschoben werden. Und dann wird gleich hier, hier und hier werden die Szenen alle miteinander verschoben. Das heißt, hängt alles miteinander zusammen. Und so können wir sozusagen von Anfang an schon von der wirklich grundlegenden Brainstorming-Phase eine echte Struktur aufbauen und wir haben für alle Ideen gleich einen Platz. Früher habe ich das alles wirklich mit Post-its an der Wand gemacht und dann, wenn das irgendwie mehr Ideen waren, als auf das Post-it drauf gepasst hat, habe ich es auf ein DIN A4-Blatt geschrieben und habe es drunter geklebt unter das Post-it. Einige von euch kennen wahrscheinlich dann das Chaos, was dann an der Wand entsteht. Und wir haben hier die Möglichkeit gehabt, es eben alles gleich aufzuräumen. Habt ihr auch Vorgaben seitens der Redaktion gehabt, dass es geheißen hat, eine Sequenz muss aus so und so vielen Szenen bestehen? Nein. Oder da müssen die Werbepausen sein? Nein, also mit den Werbepausen, da ist RTL so strikt nicht. Mhm. Gibt aber Kunden, also wenn wir für amerikanische Kunden arbeiten, ist es oft so, dass wir sogar eine Sequenzlänge angesagt bekommen. Also es gibt amerikanische Sender, die sagen, die erste Sequenz muss 4 Minuten lang sein, dann kommt der erste Werbeblock. Das ist aber hier bei Sisi nicht so gewesen. Mhm. Ja. Und aber ihr würdet dann, denkt ihr die Werbepausen gar nicht mit, oder? Nein. Mhm. Es wird ja auch, Sisi wird ja das ist in 120 Länder verkauft, das wird in ganz vielen Kanälen verwertet. Zum Beispiel eben auch auf RTL Plus oder auf Amazon Prime. Da läuft es ohne Werbung. Da läuft es ja ohne Werbung. Ja. Also das wäre jetzt famos, wenn wir da jetzt Werbeblöcke denken würden. Mhm. Klingt jetzt auch extrem kommerziell, ist es aber nicht. Das habe ich in Amerika gelernt, dass die Werbeblöcke, wenn man sie mitdenkt, strukturieren ein Stück eigentlich ganz gut, weil man natürlich vor jedem Werbeblock so einen Mini-Cliffhanger aufbaut. Ja. Also ihr wisst, was Cliffhanger ist. Man sperrt den Spannungsbogen hoch, stellt eine spannende Frage und beantwortet sie einfach nicht. Und dann hält der Zuschauer, die Zuschauerin das durch, die ganze Werbung anzugucken, weil sie die Frage beantworten will. Und das hilft natürlich auch, wenn man dann selbst die Werbung rausschneidet. Spannende Show, weil man halt einen Cliffhanger baut. Ja. Cliffhanger sind immer gut, genau. Ja, und auch dieses Denken in sage ich mal, eine Episode jetzt hier oder später einen Film in kürzere Abschnitte einzuteilen, ist natürlich ein tolles Mittel, um, ich sag mal, zu strukturieren und auf der anderen Seite, um eine Spannung aufzubauen, um Wendungen reinzukriegen und so. Und ja, das sind Dinge, die kommen dann manchmal vielleicht von sowas Profanen wie den Werbeeinspielungen, aber sie bringen natürlich auch beim Strukturieren viel. Übrigens auch für den Roman, also mal Hand hoch, wer sitzt hier und möchte oder schreibt einen Roman? Ja. Also auch da hilft es sehr, ihn in kleinere Blöcke zu denken. Weil ihr wisst ja alle, wenn ihr jetzt da sitzt und wollt einen Roman schreiben, der 400 Seiten lang ist, wenn man den als ein Stück denkt, das ist dann schon angsteinflößend. Ja? Und wenn man ihn in Sequenzen aufteilt, kommen wir später noch dazu, also in Elemente, die sozusagen eine Grundstruktur vorgeben, hilft es dann, dass man den vielleicht dann eben in 50 Seiten Blöcke zerlegt und jeder 50 Seiten, ich würde es jetzt nicht mathematisch sehen, aber ihr versteht schon, was ich meine, in fassbarere Blöcke. Und wenn man dann weiß, was in diesem Block passiert, dann macht das nicht mehr so Angst. Mhm. Du hast ja auch noch einen Roman, den du uns zeigen kannst. Vielleicht können wir vorher noch ganz kurz einmal in die Serie reinschauen. War noch mal die Frage, wie man denn die Ansichten aufmacht. Also ich kann dir noch mal so kurz zeigen. Also diese Elemente hier oben kann man ja auch abwählen. Ja, dann sind es nur 2 oder nur 1. Ja. Mhm. Und ihr könnt dann hier oben halt, Übersicht ist das, was ich als erstes offen hatte. Das sind eben die Szenen in einer Zeile. Das Board ist das, was ich offen hatte mit diesen Kacheln hier. Mhm, genau. Und Texte ist das, was ich offen hatte
Hier hinten. Und natürlich seht ihr, hier kann man noch viele andere Sachen aufmachen, wie Anmerkungen, Ideen, Storylines, Figuren, Schauplätze. Muss ich ehrlich sagen, benutze ich alles nicht, ist mir viel zu komplex. Ja, so, mir reichen diese drei und da bin ich schon gut beschäftigt. Also. Wie macht ihr jetzt denn den Sprung vom Treatment zum Buch? Macht ihr ein klassisches Treatment schon? Nein. Ausformuliert also es ganz nicht. Ganz traditionelles Treatment. Für alle hier, Treatment wäre, dass man jetzt dann die Grundstruktur entwickelt, die Serie oder Folge mal als Fließtext ausschreibt. Das machen wir nicht. Da haben wir lange gerungen mit der Redaktion, aber da wir jedes Jahr eine Staffel entwickeln müssen und raushauen müssen. Die muss drehfertig sein nach dem Jahr. Und dieser Treatment-Entwicklungsprozess zumindest beim Fernsehen dazu führt, dass dann Redaktionen sich ganz lange auf dieser Treatment-Ebene aufhalten und immer wieder Feedback geben. Und dann muss man wieder umschreiben. Das führt zu zwei Sachen. Das eine ist, dass man unendlich viel Zeit auf der Treatment-Ebene verliert. Und das Zweite ist, die Lust verliert. Also ich kann sagen, mir schon ganz oft passiert, dass ich dann nach einem Jahr Treatment schreiben keinen Bock mehr auf den Stoff hatte. Und wir versuchen, unsere Redaktionen dazu zu disziplinieren, dass wir viel kürzere Papiere abgeben. Manchmal nur auf einer Seite umreißen wir, was ungefähr in der Staffel in der Folge passiert. Und manchmal sogar nur mündlich. Da seid ihr natürlich auch in der privilegierten Lage, dass ihr das quasi einfach mal so bestimmen könnt. Unbekanntere AutorInnen müssen dadurch die Treatments noch durchgehen. Aber so wie ich das verstehe, benutzt ihr dann das Treatment mehr oder weniger als Ablage für... Als Ablage für Ideen. Mhm, verstehe. Und das ist einfach nur... Das kennt ihr ja wahrscheinlich alle. Ihr klebt da so ein Post-it an die Wand, habt eine Idee für eine Szene und dann fluten euch plötzlich... Dialogelemente schon, die da passieren könnten. Oder vielleicht noch Elemente oder vielleicht auch so Alternativen. Also es entsteht noch eine Ideenfülle zu diesem kleinen Post-it. Und wir haben halt lange gesucht, wohin damit? Mhm. Und da haben wir in der Treatment-Ebene einen wunderbaren Platz gefunden. Manchmal ist es leer, seht ihr ja hier, da ist nichts. Genau. Und manchmal steht da halt viel. Und dann ist das aufgeräumt und es ist eben, das ist das Schöne an Drama Queen, es ist zugeordnet. Es gehört dann gleich zu der Kachel. Und dann tut ja auch dem Brainstormenden, den ideensprühenden Geist gut, wenn er weiß, okay, die Idee, die ich habe, findet ihren Platz und ich finde den Platz auch wieder. Mhm. Weil da läuft ja irgendwann mal der Speicher über. Ich entdecke bei mir auch, wenn ich den Platz nicht finde und es nicht ablege, dass dann auch die Ideenmaschine sauer wird und dann kommt nichts mehr. Ja. Weil man so viel im Kopf hat, ja. Aber dann wäre auch so der Tipp an uns, sich jetzt nicht mit der Treatment-Ebene zu sehr aufhalten, sondern es wirklich auch nur so als Arbeitsebene zu nutzen. Kann ich ganz dringend empfehlen, außer ihr sagt, ihr macht es für euch, um euren Stoff mal zu spüren. Also gerade beim Roman würde ich das sehr empfehlen, wenn ihr einen Roman entwickelt. Da gibt es ja zwei Möglichkeiten, einen Roman zu entwickeln. Entweder ihr seid die sogenannten Gärtner, die setzen sich hin und fangen an. Und lassen sich dahin treiben und pflanzen mal da ein Pflänzchen und ja. Mhm. Und dann gibt es die Architektinnen, die wollen gerne die Grundgeschichte kennen, bevor sie losschreiben. Zu denen gehören wir. Flo, du und Madeleine, ja, du auch. Ja. Da ist es gut, also ein Treatment zu schreiben. Also das nennt man ja in der Romanwelt das Roman-Exposé. Und das hat zwei Gründe. Wenn man so die Grundgeschichte seines Romans mal als Fließtext auf 15, 20 Seiten schreibt, da spürt man mal so, nicht nur so technisch und nicht so Zettel an die Wand, wie sich der Roman anfühlt. Und ihr könnt mit diesen 20 Seiten den Roman auch anbieten. Also es gibt Verlage, die sind bereit, eine, sagen wir mal, 50, 80, 100-seitige Schreibprobe, also wo ihr schon einen Teil ausgeschrieben habt, und den Rest via Romanexposé zu lesen und zu entscheiden, verfolgen wir dieses Projekt oder nicht. Ja, und das ist natürlich toll für alle, die sozusagen auch schon während des Entwicklungsprozesses gerne einen Roman anbieten wollen, dass ihr so ein Exposé schreibt und dann könnt ihr das machen. Ich kann ja in der Zwischenzeit kurz auf die Frage im Chat eingehen. Also wie du auch schon gezeigt hast, gibt es ja noch Nebenansichten in Drama Queen. Da gibt es zum einen die Ideenansicht, zum anderen die Anmerkungenansicht. Eine Frage war jetzt, ob ihr du hast ja schon gesagt, diese Ansichten nutzt ihr nicht. Und ihr schreibt jetzt quasi den Text gleich in die Treatment-Ebene, weil ihr die ja auch sonst jetzt für die Serie nicht braucht. Eine Alternative dazu wäre eben noch die Anmerkungenansicht. Also wenn ihr quasi
jetzt in der Situation seid, dass ihr für den Verlag oder für die Redaktion doch ein Konzept oder ein Treatment schreiben müsst, dann braucht ihr die Treatment-Ebene und dann habt ihr als Alternative die Anmerkungen-Ansicht, weil die ist nämlich auch mit den einzelnen Szenen oder Kapiteln verknüpft. Bei der Ideenansicht ist es nicht der Fall. Die Ideenansicht ist unabhängig. Also da würdet ihr einfach freie Ideen, Anmerkungen, alle To-Dos direkt in die Treatment-Ebene auch reinschreiben. Wenn ihr sie aber braucht, habt ihr als Ersatz auch die Anmerkungen-Ansicht. Die funktioniert im Prinzip sehr ähnlich. Und das Schöne ist, weil man die ganzen Möglichkeiten hat, kann man dann halt auch je nach Konzept oder je nach Projekt das unterschiedlich machen. Man hat ja oft jetzt, wenn man vom Drehbuch rausgeht, dass man nochmal Vorstufen hat, dass man Exposé hat oder sowas. Mhm. Und das lade ich mir dann oft, also das konvertiere ich dann oft in ein Treatment sozusagen in Drama Queen und mache quasi eine Szenenunterteilung und fange dann damit an als Vorstufe zum Drehbuch. Wenn man sich also durchs Exposé gekämpft hat und vom Exposé sozusagen ins Drehbuch gehen kann. Oder man macht eben das vom Treatment aus. Und dann kann man ja eigentlich von da das schön aufbauen. Also dann hat man die ganzen Importfunktionen funktionieren ja auch super. Also selbst wenn man jetzt ein Treatment hat, das man in Word oder was geschrieben hat, kann man das dann ja auch importieren, in Szenen unterteilen und hat dann eigentlich schon eine super Vorarbeit zum Drehbuch und sieht dann auch oft, wo man vielleicht noch im Treatment ein bisschen geschummelt hat und Sachen sehr zusammengefasst hat und so behauptet hat, dass man da schon alles weiß. Und da merkt man dann, da hat man vielleicht noch Lücken und kann die dann so sukzessive auffüllen, also je nachdem. Also ich habe jetzt mal den Roman aufgemacht und zwar ist das die erste Version, also Fassung 1 des Romans. Ich muss auch wirklich sagen, außer dir, Robert, kenne ich irgendwie fast niemanden, der gleichermaßen Drehbücher und auch Romane veröffentlicht. Also das ist wirklich auch sehr selten, dass man da in beiden Welten so Fuß fassen kann irgendwie. Aber ja. Und du hast ja auch diesen 3,5 Stunden Stoff zweimal verwertet. Einmal als Drehbuch und parallel auch als Roman und bist dann sogar auch noch in die Spiegel-Bestsellerliste damit gekommen. Ja. Also die Initialzündung dafür war ein Drehbuchprojekt für die ARD. Es sollte so ein Events-Film werden über den Mauerbau. Und das ist die Geschichte von meinen Großeltern, und zwar spielt die in einem Zug 1961, der von München Richtung Ost-Berlin fährt. Und im Zug sitzen hauptsächlich Ostdeutsche, die nach Hause fahren wollen. Und die erfahren im Zug, dass die Mauer gebaut wird. Und von dem Moment an, wo sie es erfahren, bis zur Grenze, bis sie die Entscheidung treffen müssen, wie gehe ich mit dieser Information um, vergehen 3,5 Stunden und deswegen heißt auch der Roman und auch der Film heißt 3,5 Stunden, weil die Menschen im Zug alle miteinander in 3,5 Stunden die Entscheidung treffen müssen, steige ich aus dem Zug aus und beginne im Westen ein neues Leben oder fahre ich zurück nach Hause in meine Heimat. Und da habe ich mit einer Kollegin zusammen, mit der Beate Frauenholz, das Drehbuch entwickelt und da habe ich auch mich sehr gefreut, dass wir zu zweit sind, weil da war ein unglaublicher Zeitdruck auf der Geschichte, also auf dem Drehbuch, weil die relativ schnell drehen wollten. Und es war aber so, dass ich habe ganz, ganz viele so Versatzstücke meiner Familiengeschichte und auch Freunden, sagen wir mal, mit verarbeiten können und wollen. Und da bin ich beim Drehbuchentwickeln so übergeflossen von Ideen und Geschichten und Zeug, dass ich dann angefangen habe, den Roman zu schreiben während der Drehbuchentwicklung, weil ich irgendwo hin musste mit den Ideen, so ein bisschen als, fast schon als therapeutische Maßnahme, weil ich durfte ja in den Film, durften ja nur 110 Minuten, mehr hatte dieser Eventfilm nicht rein und wir hatten ganz schnell formatiert. Und da habe ich dann angefangen, das ist vielleicht auch eine schöne Botschaft an alle, die von euch die Romane schreiben wollen. Ich hatte ja einen normalen Schreiballtag, ich habe vormittags Sissi geschrieben, nachmittags 3,5 Stunden. Also das war vollgestopft schon. Und da habe ich mir gedacht, ja, wie zum Teufel soll ich denn jetzt noch den Roman reinbringen? Und ich bin eine Lerche, also ich bin ein Frühaufsteher. Und ich hatte gerade ein Buch gelesen, das hieß Atomic Habits oder 1%-Methode in Deutsch über eben das Entwickeln von Routinen. Und das hat mich total umgehauen, dieses Buch. Es war für mich der absolute Gamechanger in Richtung Schreiben auch. Weil die Kernbotschaft in diesem Buch ist halt einfach, wenn du dir etwas Großes vornimmst, musst du dir einfach eine Routine entwickeln, dieses Große zu schaffen. Und dann habe ich mir gesagt, okay, ich
verpflichte mich jetzt nicht, einen Roman zu schreiben, sondern ich verpflichte mich nur, jeden Morgen zwischen 5 und 6 3 Seiten zu schreiben. Das war der Deal, den ich mit mir gemacht habe. Und ich bin um 5 aufgestanden, habe einen Kaffee gemacht, einen Apfel, habe diese eine Stunde mir genommen und habe, ich werde euch da noch was zeigen, ein tolles Tool noch geschenkt bekommen von Drama Queen, nämlich der Fortschrittstracker, und habe den eingestellt auf 3 Seiten, bei Romannomseiten, und habe die meistens in der Stunde geschafft. Und dann habe ich um 6 den Laptop zugemacht und habe Frühstück gemacht für meine Family. Und da war der Roman erledigt an dem Tag. Von um 6 oder 5:45 war das erledigt. Ich hatte ein bisschen einen Dopaminrausch, weil ich schon stolz war, was geschafft zu haben. Und das Witzige war wirklich nur, dass ich mich verpflichtet habe, diese eine Stunde zu schreiben. Und das Zweite war vielleicht noch eine Inspiration von Julia Cameron, einer amerikanischen Kreativitätslehrerin, die immer so schön sagt, wenn du ein großes Schreibprojekt schaffen willst, musst du dich einfach auf folgenden Deal einlassen, und zwar: die Quantität, die schaffst du, und die Qualität schafft der liebe Gott. Also, oder wie er irgendwas rollt, das Universum, oder das kommt dann schon. Also ich habe auch dann jetzt keinen Perfektionismus an den Tag gelegt in dieser Stunde. Könnt ihr euch ja vorstellen, früh um 5 mit dem Kaffee-Intus. Ich habe es halt einfach nur gemacht. So. Und damit, ich hatte mir irgendwie so eingebildet, ich habe irgendwo gelesen, 340 Seiten wäre gut für so eine Art Roman, und es waren wirklich nach 110 Tagen waren 340 Seiten Rohmanuskript da. Es war natürlich roh und ich habe dann noch viel überarbeiten müssen, aber es war mal da. So. Das heißt auch 3,5 Stunden der Roman, oder? Ja, ist auch 3,5 Stunden, genau. Es gibt auch Teilnehmer hier, die es auch gerade lesen übrigens, wollte ich nur sagen. Ah ja, dann darf ich gar nicht so viel spoilern. Ja, wahrscheinlich. Und das Schöne... Also die 1%-Methode, ich habe es, genau, okay, jetzt ja. Die Prozent mit 1%, also die ist, wenn ihr nichts lest über das Schreiben, aber die, wenn ihr die, also ich, bevor ich die nicht gelesen hatte, hätte ich mir nicht vorstellen können, unmöglich, wie ich diesen Roman schreibe. Mhm. Evi, du hast vorhin gesagt, dass du immer eruptiv schreiben musst und alles raus. Mit so einer Methode könnt ihr natürlich keinen Roman schreiben, weil da kommt eruptiv dann wieder 20 Seiten, wenn ihr Glück habt, mal in einer Nacht mit viel Kaffee oder Alkohol, und dann versiegt das halt wieder. Ihr müsst ja eine Routine entwickeln, wie das im normalen Leben. Wir hören ja ganz viele Menschen, die zu uns sagen, ja, den Roman schreibe ich, wenn ich da mal Zeit habe. Ich garantiere euch, das wird nie im Leben passieren, dass ihr mal Zeit habt. Sondern ihr habt alle ein normales Leben, und da muss der halt irgendwie einen Platz finden. Und ich habe auch nach so 30, 40 Tagen das überhaupt nicht mehr als störend empfunden, diese Stunde. Ich habe mich darauf gefreut. Ich habe mir irgendwie angewöhnt, nicht auf die Qualität zu achten. Weil auch gefragt wird, also du hast dann nicht gleichzeitig auch noch korrigiert und verbessert. Nein, gar nichts. Nicht. Das ist eine gute Frage. Nichts. Also auch nicht, ich habe auch nicht mehr gelesen, was ich vorher geschrieben habe. Ich habe einfach gesagt, ich schreibe jetzt durch. Das ist das große Geheimnis. Wenn ihr anfangt zu überarbeiten, wechselt ihr einen völlig anderen Daseinszustand als Autorin. Ihr seid in der Überarbeitungsphase ein völlig anderer Mensch. Und dann von einer Überarbeitung wieder zum Neuausschreiben zu wechseln innerhalb von einem Schreibtag ist fast unmöglich. Also deswegen würde ich euch ganz dringend empfehlen, lieber einmal alles raus, auf die Gefahr hin, dass ihr auch Sachen vergesst und dass es nicht perfekt ist. Och Gott, nee. Aber ihr seid dann in diesem Rausschreib-Daseinszustand. Und dann war nach 110 Tagen das Ding da. Und, wow. Und dann war, da war ja natürlich auch Druck auf dem Roman, weil der Verlag, ich habe dann Rowohlt Verlag gewinnen können, genau mit der Methode. Ich habe 50 Seiten ausgeschrieben und das Exposé dazu geklebt und habe dann mehrere Verlage angeschrieben. Und die haben gesagt, sie wollen ihn rausbringen, aber dann muss er vor dem Film rauskommen. Da baut man Druck auf. Oh mein Gott, da muss er also noch schneller. Naja, und das ging aber. Also du hast dich selbst überholt. Mit einer Stunde am Tag. Und ja, der Film wird ja dann noch gedreht irgendwann, wenn das Drehbuch schon geschrieben ist und geschnitten. Das hast du genutzt. Das ist der Vorteil. Aber Rowohlt hatte recht. Der Roman hat hat sozusagen seinen Umsatz gemacht vor dem Film. Also als der Film rauskam, war der Roman tot. Das war ganz cool. Verstehe. Ja. Interessant. Also der war, ja, so. Darf ich fragen, also hast du dann 2 verschiedene Dateien benutzt in Drama Queen, oder? Ja, also das Drehbuch hatte nichts mit dem Roman zu tun. Das sind 2 verschiedene Dokumente gewesen. Ich habe ja auch an unterschiedlichen Stellen gearbeitet. Also war nicht deckungsgleich. Ich habe mir manchmal von Drehbuchszenen, die ich schon hatte,
mit Drama Queen ein Dialogbuch generieren lassen und habe mir die Dialoge mit reingenommen in den Roman, damit ich schon zumindest mal so eine Grundidee hatte, was ich beim Drehbuch hatte. Das habe ich aber manchmal auch als blockierend empfunden. Ich habe mir manchmal nur noch die Drehbuchszene am Abend vorher mal durchgelesen, die ich am nächsten Tag umsetzen will im Roman, damit ich mich wieder erinnere. Aber manchmal gab es die auch gar nicht, weil der Roman hat viel mehr Zeug als das Drehbuch. Also da habe ich gar nicht so sehr, das hat mich blockiert, wenn ich da mit dem Roman, mit dem Drehbuch irgendwie gearbeitet habe. Aber ich wollte euch ja was anderes zeigen eigentlich. Und zwar der Roman, das sind, hat, glaube ich, 17 verschiedene Figuren. Und damit auch so viele Perspektiven. Ist ganz schön kompliziert. Und da habe ich immer nur eine Perspektive ausgeschrieben erstmal. Also ich habe erstmal nur den Handlungsstrang von der Figur Color ausgeschrieben. Durch. Linear. Und habe alle anderen Figuren weggelassen. Dann habe ich den Handlungsstrang der Familie Kügler ausgeschrieben. Alle miteinander. Und habe das hier in dieser Ebene gemacht. Und als ich mit allen Figuren fertig war, habe ich diese ganzen Handlungsstränge zusammengeschoben. Könnt ihr euch vorstellen? Ja, so. Und damit war, und ich wüsste nicht, mit welchem Tool das sonst geht, habe ich ja einfach Stück für Stück, also ich habe einfach aus der Quelldatei die Szene genommen und habe die hier reingeschoben. Ja, habe sie einfach genommen, so, und habe sie da reingeschoben. Und dann habe ich gesagt, okay, nach der Carla müsste eigentlich die Anna kommen. Dann habe ich mir die Anna rausgenommen aus dem Handlungsstrang und habe die da reingeschoben. Und da die ja immer verknüpft ist, wie ich euch vorhin schon gesagt habe, zwischen eben der Übersicht und der Erzählung, habe ich natürlich auch gleich die ganze Romanseite mit rübergezogen. Versteht ihr? Und wo hast du sie ursprünglich entwickelt? Bist du in den Storyline-Modus gegangen? Nee, dasselbe Ding, nur ein anderes Dokument. Du hast es so gemacht. Da hatte ich dann einfach nur blau alle Color-Szenen, grün alle Dings. Und dann habe ich die einfach rausgenommen und habe ein anderes reingezogen. Also kann man das sagen, so ein bisschen wie Lego bauen. Interessant, also du hast es so gemacht. Weil das ist, wir hatten ja eigentlich diesen Storyline-Modus, hätten wir auch, dass man es in einem Dokument macht, weil vielleicht ist es auch gar nicht verkehrt, das noch strikter zu trennen und man kann ja dann per Drag and Drop das anfassen und rüberziehen und dann zieht man eben die ganzen Inhalte mit drüber, also auch die ganzen Szenen, die Figuren, die man angelegt hat, auch die Metadaten zu den Figuren und zu den Schauplätzen und eigentlich alles eben, ja, und die Storyline-Zuweisung und so, genau. Und da hat mir natürlich geholfen, dass ich es noch eingefärbt habe, da konnte ich dann immer sehen, jetzt habe ich ein bisschen viel Blau hier, manchmal hat das echt geholfen. Und dann habe ich, das war auch für mich ein Experiment, weil ich habe es dann so zusammengefahren einmal und gedacht, so könnte es laufen. Und dann habe ich den Roman gelesen. Und das war natürlich verrückt, weil ich habe den ja so nie entwickelt gehabt, also... Du hast ihn erst zusammengebaut und dann hast du quasi selbst es so gelesen, wie du es vorher zusammengewürfelt hast. Und da könnt ihr euch natürlich vorstellen, nicht alles hat funktioniert. Und manchmal war die Figur im Speisewagen und in der Toilette zugleich. Das war nicht easy, dann das wieder, also alle. Aber ich konnte es eben schon mal lesen. Und hier seht ihr ja auch, übrigens mal noch so ein kleiner Funfact in grün. Ich habe mir dann, als ich es zusammengebaut habe, aus der eigenen Tasche eine Korrektorin engagiert, Elena Stöneberg, und habe also ein Kurzlektorat machen lassen. Die ist jetzt nicht richtig tief rein, aber die hat mal eben, hier seht ihr schon ganz schön viel gemacht, manchmal weniger, aber ich habe mal eine andere Person draufgelassen. Die hat mal zwei Wochen lang ein Korrektorat gemacht. Also das ist jetzt noch kein richtiges Romanlektorat, wo sie richtig tief in die Story rein ist, aber schon mal so einen ersten und dann erst habe ich es dem Verlag geschickt. Jetzt kurz zum Verständnis, du hattest quasi am Anfang eine Carla-Datei, eine Kügler, Familie Kügler-Datei, eine Ingrid-Datei und so und genau. Und du hast wahrscheinlich mehrere Bildschirme, oder hast du mehrere Rechner? Nein, ich habe... Mehrere Bildschirme, mehrere Monitore? Nein, habe ich nicht, nicht gehabt. Jetzt habe ich es aber auch so funktioniert. So. Aber ist wahrscheinlich gar nicht schlecht, wenn man dann gut Platz auf dem Monitor hat und dann kann man eben verschiedene Dateien parallel öffnen und rüberziehen. Das würde ich dringend empfehlen, hatte ich damals nicht, aber heute habe ich es, ja. Will noch euch noch ein bisschen loben, liebe Efi, was mich auch sehr gefreut hat bei der Romanarbeit, deswegen würde ich euch allen empfehlen, auf Drama Queen Roman zu schreiben. Dann, wenn die Lektorats
da war Rektoratswahnsinn losgeht. Jetzt Rowohlt hat auf Word-Ebene gearbeitet. Mhm. Und ich kann euch ja mal zeigen, wie so ein Lektorat auf Word-Ebene aussieht. Ich kam damit gar nicht zurecht. Ich habe dann das Lektorat, was zurückkam auf Word, wieder importiert in Drama Queen, damit ich damit arbeiten kann, weil das für mich viel eingängiger war, wie Drama Queen Änderungen und Lektoratseingriffe darstellt. Ja, also mhm. ich könnte es euch mal zeigen hier, dass das Gefärbte ist, was die Lektorin macht. Ja? Also das ist ein Import aus Word letztendlich. Das ist ein Import aus Word. Mhm. So, und bei dann da im richtigen Lektorat, versuch mal jetzt das zu finden, wie das dann von dem richtigen von der Lektorin aussieht. Und da zeige ich euch mal, wie das Word aussieht, weil also ich bin da durchgedreht. Ah ja, hier habe ich es. Ich finde auch den Korrekturmodus in Word unglaublich anstrengend, weil man den Originaltext völlig zerstört und nicht mehr erkennt. So habe ich das vom Verlag wiedergekriegt. Mhm. Seht ihr das? Mhm. Und da ich diese Striche und also ich konnte mit dem. Nee. Und dann habe ich es halt wieder importiert. Also manchen liegt es, manche mögen das. Ich mag es nicht besonders, diese Übel. Ja, also hier so. Ich finde es auch schlimm, auch in PDFs und so diese Anmerkungsdateien. Das kann man ja gar nicht benutzen. Nee, kann man. Also das, ihr seht das mal so habe ich so richtig schlechte Laune bekommen. Und dann habe ich es halt einfach wieder in Drama Queen importiert. Dann war es wieder aufgeräumt. Und ich liebe es auch, wenn es auf einer Ebene ist. Wenn da jetzt nicht irgendwelche Striche und, sondern das, was ich geschrieben habe, ist schwarz und das, was die Lektorin gemacht hat, ist blau. Und dann, das war's. So. Und wenn sie eine Anmerkung hatte, ist so ein kleines Bubbel da. Und dann gehe ich auf dieses Bubbel und kann das lesen, wenn ich will. Oft wollte ich es nicht lesen, dann habe ich es halt erstmal nicht gelesen. Also das heißt, wenn man in Word quasi die Änderungsverfolgung aktiviert hat und dann eben es importiert in Drama Queen, dann ist die Änderungsverfolgung auch automatisch aktiviert und übernimmt es dann. Genau. Ja. Und wenn die Lektorin, wenn man die irgendwann mal so weit bekommen würde, dass sie eben ihre Anmerkungen direkt in Drama Queen machen würde, dann hättest du halt den Import dir sparen können und hättest halt die ganzen Metadaten dann auch noch besser behalten können. Aber wenn es zum relativ späten Zeitpunkt erst passiert, dann ist man ja in der Entwicklung schon so weit, dass man darauf ja auch dann verzichten kann, weil man keine größeren Umstellungen und Hintergrundwissen mehr braucht, genau. Ist aber auch Verlag arbeitet, muss man natürlich auch dessen Logistik benutzen. Also Rowohlt arbeitet dann noch mit einem verteilten System, also die verlassen dann Word in der letzten Lektoratsebene und dann hat man so ein Kollaborationstool, wo 6, 7 Menschen parallel dran arbeiten. Das ist echt verrückt. Gibt es dann noch ganz viele Leute, die noch gegenlesen und mal da ist das für eine Woche, ist das online und dann greifen ganz viele Leute drauf zu. Und da muss man dann so als Autorin mal einmal einen Tag reingucken und gucken, ob wieder neue Anmerkungen da sind und die irgendwie beantworten. Und das ist dann nochmal eine ganz andere Ebene. So, muss man loslassen lernen. Ich glaube, es ist dann auch irgendwann mal so, dass man dann auch aus Drama Queen rausgehen kann, wenn klar ist, strukturell passt alles und jetzt geht es wirklich nur noch um Feinarbeit und so. Dann ist es nicht schlimm, dann irgendwie die Software dann zu wechseln. Das ist auch völlig okay, weil man dann in dem Moment ja die Entwicklungsarbeit ja komplett abgeschlossen hat. Ja. Jetzt wollen wir den Fortschrittstracker zeigen. Also ihr könnt hier unten, also jetzt habe ich ihn schon aktiviert, aber ihr könnt hier unter Output Pen zum Fortschritt, wenn ihr das anwählt, ja, springt hier unten diese Zeile an, also hier das Rädchen. Und hier könnt ihr auch noch euer Pensum definieren. Das ist jetzt außerhalb des Bildes, aber egal. Du kannst, das ganze Fenster müsstest du wahrscheinlich nach oben schieben, keine Ahnung. Ja, habt ihr zumindest mal im Prinzip den, warte, das kriege ich wahrscheinlich jetzt nicht hin, da müsste ich. Jetzt passt, ja. Pensum definieren und Fortschritt. Und da habe ich mir gesagt, ich definiere, jetzt ist die Normseite zwischen 1500 und 1800 Zeichen lang. Ich habe angefangen mit 1500, weil ich mir dachte, ich mache es jetzt nicht ganz so schlimm und habe mir mal 4500 Zeichen definiert. Und dann seht ihr hier unten diesen Balken. Ja, und ich habe das jetzt mal vorbereitet. Also wenn ich das jetzt hier rausnehmen würde, würde der kleiner werden. Seht ihr das? Mhm. So. Und wenn ich jetzt hier Sachen reinkopiere,
Nämlich mache ich einfach mal jetzt diese, ich schummel jetzt, ich mache jetzt aus diesem Block einen zweiten, dann wächst der hier unten. Seht ihr das? Und das war für mich in der Früh um 5 das absolute Motivationstool. Seht ihr hier, wie er immer wächst, immer weiter. Ich weiß es nicht, warum er nicht farbig ist, aber das, den gibt es auch noch farbig. Mach mal noch mehr. Ah, jetzt wieder grün. Ah. Du musst schon das ein bisschen war immer so in meinem Kaffeerausch, ja, könnt ihr euch vorstellen, früh um 6 Uhr ungefähr, wenn da hier 101% stand, da rauschte das Dopamin durch meine Adern. Da war alles gut. Und da habe ich halt einfach in der Früh geschrieben, bis deine, manchmal habe ich mir auch, um es mir richtig gut zu tun, bis 110% geschrieben. Ja, 6.10 Uhr. Aber das war für mich im Zusammenhang mit der 1%-Methode, eben ein Pensum zu definieren, eine Routine zu entwickeln und dieses Ziel jeden Tag zu erreichen. Das war für mich der absolute Gamechanger in Richtung Motivation. Wenn ich in grün hatte, war der Tag für mich in Ordnung. Konnte ich dann meine Drehbücher schreiben. Das hat ganz lange angehalten, der Dopaminrausch am Morgen. Irgendwas habe ich schon immer hingeschrieben. Das war mir, da ist mir schon immer was eingefallen. Und interessanterweise ist ja auch die Wahrnehmung beim Schreiben oft eine schlechtere, als es dann ist. Also bei mir zumindest denke ich mir manchmal, Gott, was habe ich für einen Schmarrn geschrieben heute? Und als ich es dann eben halt 100 Tage später durchgelesen habe, habe ich mir gedacht, naja, so ein Schmarrn war es doch nicht. Also das ist eben lieber schreiben. Ich habe mir angewöhnt, einfach den Tracker voll zu machen und gut ist so. Das also mein absolutes Lieblingstool noch für euch. Probier das aus. Es ist wirklich ein Traum. Es gibt die Frage von Udo, weil du hast es ja vorher auch schon irgendwie, glaube ich, so angedeutet, ob ihr eine Metastruktur oder eine Art Strukturmodell im Kopf habt beim Schreiben. Also gibt es da irgendwie so was Mythisches, was ihr da euch da zugrunde legt? Also wir sind ja auch Lehrende, der Flo und ich unterrichten an der HFF traumatisches Schreiben. Da haben wir eine Honorarprofessur seit, glaube ich, 10 Jahren jetzt und haben auch uns mit wahnsinnig vielen Strukturmodellen für Roman und Spielfilm beschäftigt und haben eine Essenz aus all diesen, zumeist eben amerikanischen oder noch viel weiter zurück, griechischen, mythologischen Strukturelementen, haben wir uns eine eigene Lehre zusammengebaut. Und wir arbeiten nach einer sogenannten 8-Sequenz-Struktur. Das ist letztendlich das, was die 3-Akt-Struktur in 3 Akten darstellt, nur auf 8 Sequenzen verteilt. Und wir haben daraus auch ein eigenes Tool entwickelt. Und diese 8-Sequenz-Lehre, nenne ich sie jetzt mal, das ist so unsere Grundguideline, wie wir eine Story entwickeln. So. Und das Spannende ist, das ist auch ist eigentlich Jacke wie Hose für Spielfilm, aber auch eben für Prosa, für Roman genauso funktioniert, weil alle Geschichten auf dieser Welt, das liegt wahrscheinlich an unserer eigenen Prägung, an unserer eigenen Struktur, folgen einer eigenen Struktur. Und wir Leser, Leserinnen, wir Seherinnen haben uns mit den Machern seit vielen Jahren, 100 Jahren, hunderte von Jahren auf diese Struktur geeinigt. Das Schöne daran an so einer Struktur ist oder an so einer Strukturlehre ist, sie ist lern- und lehrbar. Also damit ist eben Schreiben nicht nur ein urkreativer Akt von einem unfassbar genialen Wesen vorangetrieben, sondern es ist einfach auch Handwerk. Und zwar viel, viel mehr Handwerk, als wir alle glauben oder als ich auch früher geglaubt habe. Und wir stehen immer vor dem Phänomen, wenn wir jetzt vor einer neuen Klasse an der Filmhochschule Drehbuch studieren, stoßen wir ganz oft an die Überzeugung, dass Schreiben einfach so ein genialer Akt ist, der wenig mit Handwerk zu tun hat. Komischerweise würden wir ja nie sagen, ein Musiker komponiert ohne Handwerk. Wir würden nie sagen, ein Maler malt ohne Handwerk. Und das ist eben beim Schreiben aber eben genauso. Und damit ist eben Schreiben lernbar. So, und wir werden oft auch gefragt dann von Teilnehmerinnen, Teilnehmern, habe ich denn Talent, wenn sie bei uns mal ein Seminar gemacht haben? Und auf diese Frage antworten wir gar nicht mehr, weil wir schon oft gesagt hätten nach dem ersten Eindruck, keine Ahnung, vielleicht nicht. Und dann haben wir sie 2 Jahre später wieder im Seminar gehabt und die haben wahnsinnig toll geschrieben. Also, und die haben halt einfach ihr Handwerk gelernt.
Also deswegen an euch alle, das ist die schöne Botschaft, Schreiben ist lernbar. Schreiben ist lernbar und ich würde mal eher sagen, Handwerk und never give up. Das sind die zwei Sachen, die es braucht zum Schreiben. Das ist auch sowas, wo wir tatsächlich was Eigenes entwickelt haben, aber wirklich eher nach dem Prinzip, was funktioniert für uns und was funktioniert für die meisten Leute, die wir im Kurs haben. Also wirklich nach diesem Prinzip, einfach was funktioniert und was funktioniert nicht. Also nicht dogmatisch. Und ich würde auch Strukturen nie als Dogma sehen, sondern Struktur ist halt was, was oft einfach Kreativität eher fördert als einschränkt. Weil wenn ich alles immer frei habe und die Form auch zu jeder Zeit frei ist, dann hat man so viele Möglichkeiten, dass man gar nicht mehr weiter weiß. Und so eine Struktur, die bietet einen zumindest mal einen Rahmen. Und innerhalb dieses Rahmens kann man ja sehr kreativ sein und sich austoben und ausleben. Aber das heißt, ihr habt quasi jetzt nicht ein bestehendes 80-Grenzen-Modell von, ich glaube, von wem ist das gleich wieder? Das hat ja auch jemand entwickelt. Das habt ihr jetzt nicht... Wir haben das nicht komplett adaptiert, sondern das 8-Segments-Modell hat uns natürlich auch inspiriert, aber wir haben uns im Prinzip über die Jahre einfach die Rosinen rausgepickt und geguckt, was funktioniert halt. Und ich glaube, das kann Madeleine vielleicht auch ein bisschen erzählen, weil die hat uns relativ früh in den Seminaren erlebt und jetzt... Im allerersten, dann später nochmal und jetzt hast du ja auch mit mir zusammen schon Seminare gegeben. Es entwickelt sich ständig, also es ist so im Fluss quasi, was wir machen und trotzdem hat es natürlich inzwischen eine echte Basis halt. Also wir können ja mal das Spiel machen, also wir haben ein Seminar, das heißt Drehbuch in 23 Tagen und das meinen wir ernst, ja. Also wir wurden von der Doris Dörri gefragt, weil so viele Studierende noch kein Buch geschrieben hatten, kein Abschlussbuch, ob wir nicht ein Seminar entwickeln können, wo die Teilnehmer mal einfach während eines Seminars ein komplettes Drehbuch schreiben. Und dann haben wir nur 23 Tage im Curriculum gefunden und das ist ja fast wie die Bibel, das Curriculum an der HFF, also unumstößlich. Also mussten wir mit 23 Tagen zurechtkommen. Und haben ein Seminar entwickelt, wo die... Also ihr habt quasi euer Modell angepasst an den Lehrplan. Und genau, an den Lehrplan. Völligerweise hat sich das dann auch als sehr produktiv herausgestellt. Wir haben erst gedacht, um Gottes Willen in 23 Tagen, unmöglich. Dann haben wir es selber mal probiert an uns. Flo, du hast es geschafft in der kurzen Zeit. Ich habe 28 gebraucht für ein Buch. Aber wir haben es mal probiert. Also wir wussten, irgendwie geht's, aber... Auf der letzten Rille haben dann ein Seminar draus entwickelt und sind mit diesem Seminar rein. Und die Madeleine saß genau in diesem ersten Seminar drin. Und da haben dann schon auf dem Gang so die anderen Professoren zu uns gesagt, naja, da waren glaube ich 12 Teilnehmerinnen dabei, wenn da 3-4 Bücher rauskommen, dann seid ihr schon wirklich gut. Also sehr aufbauende Anmerkungen. Und dann haben wir das gemacht. Und wir haben unter anderem festgestellt, dass Zeitdruck unglaublich kreativitätsfördernd ist, weil wenn ihr unter Zeitdruck schreibt, hat dann der innere Kritiker irgendwann mal überhaupt keine Power mehr mitzureden, weil ihr so unter Zeitdruck seid, dass der gar nicht mehr mitreden kann. So, und jetzt kannst du ja mal erzählen, Madeleine, wie es dir so ging in diesem Seminar. Das ist natürlich schon lange her, ich fand das Wahnsinn. Also erstmal war das ein krasses Seminar für uns damals, weil der Drehbuchstudiengang auch noch recht neu war. Also den gab es seit 2005 und das erste Seminar war 2013. Und Robert und Flo waren auch die ersten, bei denen wir überhaupt begleitet worden sind beim Drehbuchschreiben. Also das war schon mal richtig krass. Und wir hatten eigentlich, keiner von uns hatte, das klingt irre, also wir haben so privat unsere Filmchen geschrieben, unsere Bücher geschrieben, aber so richtig so 90 Minuten, keiner von uns war an diesem Punkt. Ich weiß nicht, ich wusste das gar nicht, dass ihr das angeglichen habt an das Curriculum. Ich dachte, ihr habt das so ausgestrahlt, als wäre das, als würdet ihr das schon immer machen. Ich habe das einfach geglaubt, dass ich das kann, weil ihr mir das suggeriert habt, dass ich das kann und dass das machbar ist. Und es war schon irre, aber es ist nicht nur es ist nicht nur der Zeitdruck, sondern es ist auch das habe ich jetzt auch wieder in dem Seminar gemerkt, das ich mit dem Flo zusammengegeben habe, es ist die Kraft der Gemeinschaft. Also sich, dass man
also die Struktur natürlich auch und so, die da vorgegeben ist. Also alles gibt einem wahnsinnigen Halt. Und was einem super viel Motivation gibt, ist, dass da noch andere DrehbuchautorInnen sitzen, die gerade zum gleichen Zeitpunkt genau das Gleiche durchmachen. Und die sich auch jeden Tag da dran setzen, die Zweifel haben, Selbstzweifel, die mal einen guten Tag haben, mal einen schlechten, aber sich trotzdem irgendwie durchboxen und alle das gleiche gemeinsame Ziel haben. Das ist schon irre. Also, und ich habe das, wie gesagt, vor 10 Jahren gemacht, dann habe ich es nochmal vor 7 Jahren gemacht und jetzt eben mit dem Flo unterrichtet. Und das habe ich da nochmal so gemerkt, was es wirklich für eine wahnsinnige, wahnsinnige Energie ist, die mich selbst auch so angesteckt hat. Ich habe dann auch direkt mitgeschrieben. Weil das, ja, das ist nicht anders herstellbar. Ich habe schon meine alten Kommilitonen gefragt, ob man einfach sich so manchmal zusammen treffen könnte und irgendwie einfach jeden Morgen um 9 trifft und sagt, heute schreiben wir 6 Seiten. Ja. Und hat es dann funktioniert auch? Ja, es hat funktioniert. Okay. Ja, bei uns allen. Mhm. Und es sind sind auch krasse Sachen dazwischen gekommen. Teilweise, ich glaube, ich habe sogar eine Woche nicht am Seminar teilnehmen können, aus privaten Gründen. Und ich war auch nicht die Einzige und wir haben es trotzdem geschafft. Also es ist irre. Ja, aber es klappt. Also es ist natürlich eine erste Version. So wie der Robert auch vorhin mit dem Roman erzählt hat. Also man findet heraus während dem Schreiben, was man für eine erste Fassung schreiben will eigentlich. Also man kann das nach diesen 23 Tagen in den meisten Fällen, es gibt natürlich auch andere Fälle, aber ich kann das nicht in 23 Tagen ein Drehbuch schreiben, das ich dann 1:1 genauso jetzt abgeben könnte. Also für mich ist das die erste Fassung das Allerschwierigste. Also das ist, kostet mich so eine wahnsinnige Überwindung. Und das Seminar und generell auch die Methode gibt mir einen wahnsinnigen Halt. Und danach ist es sehr einfach für mich. Also Überarbeitung, da bin ich schnell, da bin ich gut. Da weiß ich, was zu tun ist und so. Und in der ersten Fassung, da habe ich so viel mit meinem Selbstkritiker zu kämpfen. Also das, was Robert auch meinte, dass man da nicht in diesen Kritiker zu verfallen darf. Also das ist, wenn ich da mit mir alleine bin, dann mache ich das manchmal aus Versehen. Und das geht immer nicht gut aus. Ja. Ich würde jetzt gerne nochmal nachhaken, was diese Methode denn so gut macht. Also ist das jetzt Theorie, ist es jetzt Schreibübungen, ist es, also wie stelle ich mir so einen Tag vor oder so ein Seminar oder was ja auch das Spannende ist, dass ihr euren ursprünglichen Kurs adaptiert habt nochmal selbst und nochmal in einer neuen Form, in einem neuen Medium nochmal erschaffen habt. Und das ist ja auch wahnsinnig spannend, weil das ja auch wieder was mit einem macht. Also man hat einerseits eine Gemeinschaft und andererseits ist man dann aber auch alleine vor dem Bildschirm. Aber ihr strahlt ja trotzdem diese Gemeinschaft aus. Ihr redet ja trotzdem dann mit mir und könnt mich ja dann auf die Art und Weise trotzdem motivieren. Also wie stelle ich mir jetzt das vor? Wie geht ihr da vor? Ich glaube, ganz wichtig dabei ist, dass es Theorie und Praxis in einem ist. Also, dass wir was zur Theorie erzählen und das aber genau auch gleich ihr dann umsetzen müsst. Also, das heißt, wir suchen die Theorie-Topics natürlich so aus, dass die zu dem Moment in der Geschichte passen, wo ihr euch gerade befindet. Und wenn man jetzt Theorie nur hört und man hört die Theorie von A bis Z und setzt sich dann wieder zum Schreiben hin, dann ist man genauso stau wie vorher in gewisser Weise, weil das meiste vergisst man ja auf dem Weg wieder oder weiß gar nicht, was war das jetzt, was bedeutet das? Und das ist halt eher so, dass man hört und wendet sofort an, sofort. Und dieses sofort anwenden
lässt einen dann, glaube ich, oft auch erst so richtig begreifen, wozu das Werkzeug da ist. Und das Schlimme ist ja auch, beim Schreiben sind wir alle so ein bisschen blind, weil wir ja schon so wahnsinnig viel erschaffen müssen. Und mir geht es auch ganz oft so, also wenn wir so ein Live-Seminar machen und ich erzähle da diese Topics, ja, ich stelle die Werkzeuge vor und ich erzähle die Topics, dann rattert bei mir natürlich im Hinterkopf auch ein Stoff, mit dem ich gerade schreibe. Und dann denke ich mir wieder, Mensch, hast du es selber wieder nicht gemacht? Und dann fällt mir wieder auf, ja, das könnte ich ja auch mal machen, das hilft. Und dann kann ich damit auch gleich wieder ein Problem in meinen Stoff lösen. Also ich glaube, das ist so ein ganz wichtiger Punkt, dass man sagt, Theorie und sofort die Anwendung, sofort die Praxis damit kombinieren. Und der andere Punkt ist tatsächlich dieses, was dann Robert durch dieses Buch Atomic Habits oder die 1%-Methode sich sozusagen nochmal so richtig erlesen hat danach, haben wir irgendwie durch Zufall, vielleicht auch durch das Konzept, vielleicht auch haben wir ein bisschen was schon gewusst, wer weiß, haben wir es damit eingebaut, dass man halt täglich schreibt und täglich weiterarbeitet dran, so gefühlt. Und dass man immer wieder in kleinen Schritten ein Stück weiterkommt und nicht alles auf einmal lösen muss. Und das ist auch, also ich finde, also in diesen Morgenrunden, das ist Theorie, aber es ist auch Abfangen davon, wie geht's dir heute? Wie, vor welchen Challenges stehst du? Standest du gestern? Bist du motiviert? Bist du nicht motiviert? Und in den Morgenrunden geht's auch viel um den Selbstkritiker oder ums Schreiben an sich. Also, und das stellt dann auch wieder ein verbindendes Element zwischen allen her. Also das hat mir zum Beispiel total während diesem Seminar, das wir gegeben haben, geholfen mit meinem eigenen Selbstkritiker, dass ich den anderen immer wieder gesagt habe, das ist normal und schaltet ihn aus. Und das haben wir jeden Tag so wiederholt. Und das hilft auch einfach dann nochmal beim Weitermachen. Also das alleine in der Gruppe. Und dann gibt es ja auch, während geschrieben wird, also kann man, statt mit sich selbst in den Dialog zu gehen, natürlich auch dann mit uns sprechen. Also wir können das dann im Dialog schneller klären, als man es manchmal mit sich selber klären kann. Und das ist natürlich viel, viel zeiteffektiver. Genau, und was die Madeleine jetzt anspricht, ist natürlich das die Live-Variante davon, die wir jetzt auch anbieten. Es gibt aber sozusagen auch die Variante unseres Seminars, die nicht live ist, die man nach der eigenen Taktung machen kann. Und lustigerweise, Robert, wenn ich mich nicht richtig erinnere, hat uns da auch eine Studierende draufgebracht, die uns über den Weg gelaufen ist, die dann, glaube ich, schon fertig war zu dem Zeitpunkt. Ja. Da haben wir gerade an einem Stoff gearbeitet. Na, wir haben überlegt, ob wir irgendein Buch rausbringen sollen, genau. Über diese Methode. Mhm. Und dann hat die uns gesagt, ach nee, sie will einfach eine Art Flatrate haben. Jeden Morgen 10 Minuten Florian und Robert. Das würde ihr schon reichen. Und damals, es war noch vor Corona und vor Zoom und vor so digitalen Masterclasses, war das uns noch so ein bisschen fremd, was sie da gesagt hat. Aber dann kam Gott sei Dank Corona und wir haben dann auch eben digital unser Seminar gegeben und haben dann angefangen, unsere Sessions aufzuzeichnen. Und aus diesem Ganzen haben wir eben auch echte digitale Masterclasses entwickelt. Also wir haben jetzt auch, Club 23 ist jetzt auch eine Webpage, wo es eben 3 Masterclasses gibt, wo wir eben auf verschiedene Größe genau diese Seminare als digitale Version anbieten. Und das funktioniert letztendlich immer nach demselben Prinzip. Wir haben zum Beispiel eben diese Drehbuch in 23 Tagen Masterclass. Die kann man eben in 23 Tagen Vollzeit machen. Da werdet ihr durch den Schreibprozess in 23 Tagen geführt, geht mit einer Grundidee in die Entwicklung rein. Da müsst ihr aber nicht viel wissen als vielleicht eine Grundahnung von den Figuren und vielleicht ein bisschen was zur Geschichte oder Welt, aber noch nicht viel. Und dann führen wir euch durch den Entwicklungsprozess über ein Treatment bis zum fertig geschriebenen Buch in den 23 Tagen. Und wenn ihr das Vollzeit macht, sieht euer Tag immer so aus wie im Live-Seminar, dass wir in der Früh euch digital das, was im Tag gerade dran ist, an Topics, an Wissen vermitteln nochmal und auch über eben, wie schreibe ich nicht, welche Regeln, was ist gut, was fördert meine Kreativität, was hemmt sie. Dann schreibt ihr aus und kriegt am Abend nochmal
von uns assoziative Schreibaufgaben oder etwas zum Ausklingen. Und so arbeitet ihr euch immer zwischen einem Theorieblock, der genau das gerade adressiert an der Stelle, wo ihr gerade schreibt, und das selber Schreiben. So arbeitet ihr euch durch eben zum Beispiel Drehbuch in 23 Tagen durch und habt, wenn ihr euch daran haltet, am Ende nach 23 Tagen eine erste Fassung da, wo ihr Ende drunter geschrieben habt. So. Und Madeleine hat ja vorher diesen Faktor angesprochen, man hat eine Morgenrunde, man tauscht sich aus, man ist nicht motiviert. Könnt ihr sowas auch in eurem Kurs irgendwie abbilden oder ist das was man dann irgendwie zu zweit machen sollte? Also man bucht zu zweit eure Klasse und kann sich dann gegenseitig oder ja, wir haben, könnt ihr das auffangen? Gut, dass du das sagst. Also wir haben zwei Antworten dazu. Wir haben Teilnehmerinnen, die das zusammen machen, also die buchen dann zusammen den Kurs, auch zu dritt schon. Es wurde mal sogar der Wunsch laut nach so Kreativräumen, das haben wir dann angeboten, aber das war unglaublich kompliziert, das dann zu moderieren. Also da konnten sich dann sogar Teilnehmerinnen im Kreativraum treffen und das zusammen machen. Aber ja, das haben wir nicht leisten können. Aber es gibt viele, die machen das zusammen einfach. Die buchen das zusammen und schreiben das zusammen und tauschen sich aus. Aber wir haben auch für die Einzelkämpfer jeden Morgen, das war lustig, das aufzunehmen. Aber dadurch, dass wir eben halt das Seminar ja auch ganz, ganz oft schon live gegeben haben, konnten wir da, sagen wir mal, auch auf einen lustigen Erfahrungsschatz zurückgreifen. Was passiert denn am Tag 16, wenn es Richtung All is Lost in der Geschichte geht? Und dann haben wir auch in der digitalen Version eine Möglichkeit, können in der Früh anklicken, mir geht es gerade gut am Tag 16. Und dann kommt von uns ein Video, was genau das adressiert, hoffentlich auch trifft. Oder ihr sagt am Tag 15, oh, mir geht es am Abend nicht gut. Dann kommt von uns auch ein Video, wo wir versuchen genau zu treffen, warum geht es dir am Tag 15? Weil wir können ungefähr abschätzen, wo seid ihr in der Story am Tag 15? Und wir wissen aus vielen, vielen Seminaren, dass sich auch das, was in der Story passiert, auch auf den Schreibenden überträgt, dass wir dann eben auch etwas dazu sagen können, dann labern wir etwas dazu und versuchen euch zu helfen, wenn es euch eben nicht so gut geht am Tag 15. Also ihr habt da auch interaktive Elemente. Ja, es ist ein Troubleshooter. Also das heißt, wenn es gibt so vielen spezifischen Fragen, von denen wir auch wissen, dass sie häufig auftreten, so fast. Also ist nicht bei jedem Stoff jede Frage, aber das sind schon Fragen, die einfach beim Schreiben ganz oft auftreten. Die adressieren wir nochmal separat. Also ich schreibe ein Problem oder eine Frage auf und dann ploppt quasi in der Suche quasi was dazu auf. Wir haben manchmal zum Beispiel, wenn du am den Schritten, den zweiten Akt, nehmen wir mal das, wenn die äußere Handlung losgeht und du hängst und bist dir nicht ganz sicher, dann gibt es in unserem Tool ein Kästchen, da klickst du an und sagst, ich habe ein Problem mit dem Schritten, den zweiten Akt. Und dann sagen wir, okay, der Schritten, der zweite Akt. Und jetzt kommen wir eben mit einem großen Sack Handwerkszeug. Was macht einen Schritten, den zweiten Akt gut? Wo sind die Schwierigkeiten beim Schritten, den zweiten Akt? Und warum macht er manchmal keinen Spaß? Da gibt es halt einfach eine begrenzte Anzahl an Dingen. Und die sagen wir dann da. So. Und dann machen wir nochmal, oder ich habe gerade keine Idee, meine Hauptfigur ist nicht aktiv. Oh mein Gott, wer weiß, Hand hoch, wer hat das schon mal gehabt? Hauptfigur ist nicht aktiv. Da gibt es halt dann Tricks, die wir eben auch selber erarbeitet haben und auch im Seminar mal wieder ausgetestet, wie man sie eben wieder aktiv macht. Oder ich habe Angst davor, meine Figur ist zu eindimensional. Wer hat die Angst schon mal gehabt? Meine Figur ist nicht vielschichtig genug. Ja, das ist Handwerk, da gibt es eben, könnten wir jetzt viel darüber erzählen, wie man eine Figur vielschichtig macht. Und das ist kein Hexenwerk. So, und da gibt es halt dann dazu eine Antwort. Ich würde jetzt ja gern mal in euer Tool reinschauen. Haben wir jetzt gerade das große Problem, dass der Benedikt, Mensch, der das managt, kurzfristig krank geworden ist. Letztendlich ist es so, dass ihr auf der einen Seite Videos von uns bekommt, wo Flo und ich die Theorie und eben auch alles, was zum Schreiben und nicht zum Schreiben dazu gehört, immer genau zum richtigen Augenblick absondert. Und dann gibt es eine Oberfläche, wo ihr dann eure Antworten reinschreiben könnt. So wie bei Drama Queen, meine Hauptfigur heißt Bernd Krause. Das ist das Alter, das ist ihre Backstory-Wund, das ist ihr äußeres Ziel. Ihr habt ja dann darüber hinaus, ihr zeigt, glaube ich, sogar auch noch Filmbeispiele. Ihr habt Elemente wie automatisiertes Schreiben, um reinzukommen. Also ihr habt da ganz verschiedene
Angänge auch, um dann auch wieder mal einen Kontrapunkt zu setzen oder mal irgendwie loszulassen oder einfach von verschiedenen Perspektiven sich dem irgendwie anzunähern. Ja. Auch. Also ja. Gerade um eben auch nicht nur als Architektin zu arbeiten, sondern eben immer mal wieder auch assoziativ zu schreiben. Das hilft Wahnsinn. Wenn auch, es gibt auch so Stellen im Stoff, wo wir alle Gefahr laufen, mal so ein bisschen den Eros zu verlieren. Gott, was wollte ich eigentlich schreiben? Ja, vor lauter rumkonstruieren. Dann machen wir wieder Übungen, wo man sich das erschreibt und erschließt. Ganz frei, die überhaupt nichts mit Architektur zu tun haben, um einfach den Stoff wieder zu erfühlen. Also wir spielen sozusagen die ganze Klaviatur durch zwischen Architektur und Magie, könnte man sagen. Und die Idee war ja auch so ein bisschen, weil ihr ja so viel selber schreibt und euch irgendwie auch nicht klonen könnt. Und weil es gibt ja jetzt auch natürlich die Frage, gibt es wieder auch ein Live-Seminar? Also macht ihr es nochmal komplett analog oder habt ihr dafür einfach nicht die Zeit? Oder? Also es gibt jetzt so die verschiedenen Varianten. Es gibt eben die, von denen Robert gerade gesprochen hat. Da ist halt der Vorteil, dass du es nach deinem eigenen Tempo machen kannst, wann du Zeit hast, wann du Lust hast. Wenn wir jetzt ein Live-Seminar machen, wir machen noch Live-Seminare, da geht es eben wirklich darum, dieses Konzept, so wie wir es beschrieben haben, dass wir uns in der Früh zusammensetzen, über die Theorie reden, über die Stoffe reden und dass wir dann auch, also Madeleine und ich, als Ansprechpartner und Ansprechpartnerin dabei sind, euch Feedback geben können, ihr dann eine Schreibphase habt, in der ihr uns sozusagen um Rat fragen könnt, wenn ihr irgendwie hängen bleibt, wenn es irgendwie ein Problem gibt, wo wir uns dann am Nachmittag wieder treffen im Zoom, und alle zusammen und wirklich so eine Art Writers Room-Runde machen, wo wir Feedback geben, wo man sich gegenseitig Feedback geben kann, wo, und das ist das Wichtigste, jeder und jede vorstellt, was sie entwickelt haben in der Zwischenzeit an ihrem Stoff. Und das ist im Prinzip so dieses, den Kern des Stoffs nochmal finden, den Kern des Stoffs nochmal definieren in 3 Tagen. Und das Besondere daran finde ich auch, also um es nochmal so ein bisschen zu betonen, weil ich ja wirklich beide Perspektiven habe, ist, wenn man jemand anderen hat, der das mit einem macht. Also wir sind ja alle Autoren und wir sind auch alle irgendwie DramaturgInnen, aber für uns selbst, das zu sein, während wir schreiben, ist einfach sehr, sehr schwierig. Also das ist das Besondere daran, dass man jemanden hat, der diese Person, die man nicht selber sein kann in dem Moment, immer bei einem hat, aber nicht eine Produzentin oder ein Produzent, sondern jemand, der einem dabei hilft, die Geschichte zu erzählen, die man selbst erzählen will. Das ist, glaube ich, das Besondere daran. Genau. Und Story Essence in 3 Tagen heißt das Seminar. Und das ist eben so dieses einfach nochmal ein Feedback kriegen, gemeinsam was machen, gemeinsam an dem Kern der Geschichte arbeiten. Egal, ob das jetzt eine ganz frische Geschichte ist oder ob das eine Geschichte ist, die ihr schon länger mit euch rumtragt, wo ihr vielleicht schon verschiedene Varianten ausprobiert habt. Also ist für beides eigentlich geeignet und für beides eine Möglichkeit. Die Seminare bietet ihr nur über eure Homepage an oder auch über Seminarplattformen? Also die rein digitalen Masterclasses gibt es nur über unsere Homepage. Und die echten Live-Seminare, also die, wo man sich in einen Raum trifft, die bieten wir momentan nur für die HFF in München an. Also das ist dann ein ausgewählter Kreis Studierender, die daran teilnehmen können. Und wir bieten es einmal im Jahr für die hessische Filmförderung an, für uns alle ganz Normalsterbliche. Und das Interessante da ist, also wenn ihr, da müsst ihr mal schauen bei der hessischen Filmförderung auf der Webpage, weil das, glaube ich, dieses Jahr bieten wir es wieder an. Das fördert dann sogar die Förderung. Da kostet ein regulärer Platz, glaube ich, 3.900 € für die 23 Tage. Und das wird komplett übernommen von der hessischen Filmförderung. Da müsst ihr euch nur mit einem Stoff bei der hessischen Filmförderung bewerben. Und dann werden, glaube ich, 6 oder 8 Teilnehmerinnen ausgesucht, die dann daran teilnehmen. Und das wäre sozusagen die Möglichkeit, richtig live an uns ranzukommen. Das machen wir, also dieses Jahr machen wir es, glaube ich, Flo, oder? Ja. Ist in Planung, ja. Und da das uns natürlich auch 23 Tage bindet, so ein Seminar ganz live zu geben,
haben wir da auch nur begrenzte Ressourcen, weil wir nebenbei auch noch schreiben. Ja, gibt also, noch die HFF Summer School, also bei der Filmhochschule München gibt es die HFF Summer School, da haben wir das Seminar auch schon angeboten, das ist zumindest in Teilen frei, also das heißt, es ist nicht nur an die Hochschule und an die Studierenden gebunden, sondern da gibt es auch meistens 5 Plätze, die für extern auch belegbar sind. Summer School haben wir letztes Jahr gemacht, werden wir vermutlich nächstes Jahr wieder machen. Also ihr habt hier sozusagen es gibt eine ganz kleine Möglichkeit, uns ganz live zu sehen. Es gibt eine größere Möglichkeit, uns digital live zu sehen. Und es gibt die ganz große Möglichkeit, uns rein digital zu sehen. So. Habt ihr auch Statistiken? Also mich würde natürlich jetzt schon interessieren, wie viele Teilnehmer schaffen es dann letztendlich, also diese Challenge hier zu meistern? Also bei den Live-Seminaren hatten wir noch keinen Ausfall. Was heißt das? Das heißt also, jede hat bis jetzt ein Buch geschrieben in den Live-Seminaren. Bei den rein digitalen Seminaren haben wir eine sehr, sehr geringe Abbruchquote. Also soweit wissen wir es. Also wir haben ja nur begrenzt darüber Informationen. Aber da machen es auch die meisten durch. Also die bei uns buchen, machen das meistens auch zu Ende. Das reine halt in individueller Geschwindigkeit. Manche halt wirklich in Echtzeit sozusagen. Also Treatment also in 5 Tagen. Also schaltet es denn nicht ab nach 23 Tagen? Es gibt zwar tatsächlich eine Limitierung, also weil die Limitierung natürlich auch ein bisschen Teil des Konzepts ist, weil wenn es überhaupt keine Limitierung gibt, hat man natürlich, wir wissen ja alle, dass Deadlines helfen, gerade beim Schreiben. Sie sind aber großzügig gesetzt, weil wir wissen ja auch, dass viele einfach nicht sich jetzt 23 Tage am Stück freinehmen können, logischerweise, sondern dass man sagt, okay, ich kann vielleicht 2-mal in der Woche am Wochenende oder ich kann immer nur halbtags oder also da gibt es dann. Also es müssen nicht 23 Tage am Stück sein. Unerheblich. Also man darf, also es ist auch okay, wenn man Pausen macht dazwischen. Man darf Pausen machen. Und das ist ehrlich gesagt was ich allen ans Herzen legen würde. Also egal, ob ihr ein Seminar macht oder nicht oder ob ihr nur für euch schreibt oder wie auch immer. Also das war für mich, glaube ich, wirklich so, wenn ich sage, es gibt einen Durchbruch bei mir beim Schreiben und das war die Erkenntnis, dass ich mit Regelmäßigkeit und kleineren Zeiteinheiten ganz schön viel schaffen kann. Also ich hatte auch immer so das Gefühl, oh Gott, ich muss mir dann so viel Zeit freiblocken und das schaffe ich ja nie und habe es auch nie geschafft. Und dann irgendwann habe ich es mal anders angefangen, dass ich gesagt habe, ich mache jetzt einfach ein Stück und jetzt mache ich wieder ein Stück und jetzt mache ich wieder ein Stück. Und das ist, du hast ja am Anfang auch angesprochen, Evi, wenn ich jetzt mehrere Stoffe auf einmal schreibe, das ist natürlich genau das. Also ich merke auch bei mir persönlich, ich hab ein absolutes Limit, wie viel ich am Tag an einem Stoff schreiben kann. Also es kann schon mal sein, wenn dann irgendwie der absolute Termindruck herrscht, dass ich dann ganz lange an einem Stoff an einem Tag schreiben kann. Aber wenn ich es mir aussuchen kann und meine Kreativität so, wo ich merke, ich bin so richtig kreativ, habe ich gar nicht so viele Ressourcen. Wenn ich aber an 2 Stoffen arbeite, also vormittags an einem, nachmittags am anderen, habe ich das einfach nochmal neu. Weil das ist, dann ist mein Hirn nicht so verbraucht. So, und das hängt aber mit der Erkenntnis zusammen, dass es eben geht, wenn ich in kleineren Zeiteinheiten kontinuierlich an was arbeite, dass man es ist wie so ein Training. Man stellt sich da so drauf ein und nach einer Weile läuft es gut. Dann weiß man, wenn ich mich da hinsetze zu der Zeit, dann kommt auch irgendwas. Also natürlich gibt es gute und schlechte Tage, aber. Das war so das, was mich, glaube ich, am meisten so diese Routine entwickeln, die Schreibroutine. Und die heißt eben auch, wenn ich jetzt nur 3-mal in der Woche eine Dreiviertelstunde Zeit habe, kann ich die aber nutzen. Und wenn ich 3-mal in der Woche eine Dreiviertelstunde mich hinsetze und schreibe, dann werde ich nach ein paar Wochen schon einiges haben. Und das ist so im Gegensatz zu den 5 Wochen, wo ich immer über den Stoff nachdenke und sage, irgendwann muss ich mir mal die Zeit blocken, den zu schreiben, lieber nur 3-mal die halbe Stunde oder dreiviertel Stunde hinsetzen und was schreiben. Wir haben ganz viele Teilnehmerinnen, die uns mal erstmal schreiben, wenn ich mal Zeit habe, schreibe ich mir einen großen Roman. So. Ja, da sehe ich so ein Nicken hier, so wenn ich mal endlich Zeit habe, schreibe ich mir einen großen Roman. Das findet nie statt. Und dann
kommen wir halt mit unserer, arbeite doch eine Stunde am Tag, scheiß auf die Qualität, mach's doch erstmal, ja, raus mit der ersten Fassung. Und das ist der Game Changer. Also wir haben früher, Flo und ich, uns ganz viel mit diesen Dramaturgiebüchern beschäftigt. Also Robert McKee und Save the Cats und Linda Seger und ach Gott, wie sie alle heißen. Und komischerweise habe ich ganz selten dann geschrieben. Also ich habe das zwar alles gelesen und habe es irgendwie verstanden, aber das hat bei mir nicht dazu geführt, dass ich geschrieben habe. Und gerade zum Beispiel Robert McKee hat eher dazu geführt, da habe ich mich dann ganz klein und unwichtig und total unwissend gefühlt, weil der auf 700 Seiten so ein Analysewerk, also ich weiß nicht, ob es 700 Seiten sind, aber so ein aus einer Analyse heraus gedachtes Handwerk rausgegeben hat. Super schlau, aber überhaupt nicht. Aber es ist eben erstmal eher Analyse, und das ist ja auch so dieses, also Analyse von etwas Bestehenden führt eben nicht dazu, dass man selber kreativ losschreibt, unbedingt. Das ist so das, also Analyse von etwas Bestehenden kann natürlich schon helfen, um Stories zu verstehen und so, aber jetzt rein zum Schreiben hilft manchmal auch einfach nur, sich irgendwie ein Zeitlimit zu setzen und zu sagen, eine halbe Stunde stelle ich mir jetzt einen Wecker und die halbe Stunde mache ich nichts anderes als schreiben. Und unsere Theorie-Topics am Morgen eines Seminars zielen nur darauf ab, dass ihr nach einer Stunde schreibt. Also natürlich vermitteln wir auch Theorie, aber wir verpacken sie eben wir zünden dazu parallel eine ko-kreative Rakete, dass ihr nach einer Stunde gar nicht anders könnt als schreiben und nicht euch unwissend fühlt wie nach Robert McKee. Ja, so, das ist eben der große Unterschied zu einem Buch lesen und einfach nur wissen oder irgendwie nur intellektuell zu verstehen und dem machen. Das klingt jetzt, finde ich, so ein bisschen wie große Zauberei. Es ist einfach super einfach. Und das hat mir auch davor immer gefehlt, weil ich davor sehr viel Informationen hatte und andererseits aber an sehr vielen Stellen dramaturgisch geschwommen bin und gar nicht wusste, was soll das jetzt eigentlich überhaupt alles bedeuten, was soll ich da jetzt machen, was soll ich bei mir machen, jeder Stoff ist auch anders. Und die zwei haben es irgendwie geschafft, so runterzubrechen, dass man nicht schwimmt. Das klingt jetzt vielleicht... Ja, aber die... Also es gibt aber mal so ist so, ich kann es... Müsst ihr selber dann erfahren. Ein Beispiel... Es ist ja, also ich finde es sehr unbefriedigend, was man so in der Literatur findet über Figurenentwicklung. So, wer hat schon mal was richtig Tolles gefunden in irgendeinem Dramaturgiebuch über Figurenentwicklung? Also ich fand das immer, ich war da immer lost. Und wir haben dann in den vielen Jahren Seminar immer wieder ausprobiert, verschiedene Möglichkeiten. Ach, wir haben wirklich zwischen Tarotkarten und Enneagramm und ach, weiß der Geier, was wir alles probiert haben. Und am Ende sind wir hängen geblieben auf drei ganz einfachen Werkzeugen. Die sind ganz simpel, die lassen sich in einer Stunde vermitteln. Und diese drei Werkzeuge zielen immer nur darauf ab, dass man Figuren zueinander in Verbindung stellt. Also, dass man sich nicht unendlich lange damit beschäftigt, wie war die Farbe von den Schnürsenkeln im Kindergarten dieser Figur oder so. Sondern wir haben einfach drei ganz, ganz einfache Werkzeuge gefunden, die die Dynamik zwischen den Figuren aufspannen und damit werden die plötzlich schreibbar, die Figuren. Und das ist eben das Geheimnis und das, was eben auch jetzt Madeleine sagt, dass es dann gar nicht so eine große Magie ist, sind einfach drei ganz einfache Werkzeuge. Ja. Man fragt sich eben, was haben die Figuren miteinander zu verhandeln? Was müssen die miteinander klären? Und wenn man sowas ganz... Ich glaube, das auch ein simples, oder was die Madeleine mit simpel auch vielleicht noch meint, ist, ganz oft hat Schreiben, muss man ganz profane Fragen beantworten. Was will die Figur in diesem Moment? Punkt. Ganz profan, ganz nicht intellektuell, nicht, ja, und dieses ewige Fragen beantworten, da geben wir einfach ein bisschen Hilfestellung. Dass wir sozusagen diese Fragen immer wieder stellen und euch nicht von der Angel lassen, bis ihr die beantwortet habt. So. Und das ist das, was man eigentlich den ganzen Tag ja machen muss. Man muss sich beim Schreiben Fragen stellen und sie beantworten. Lösungen finden, beantworten. Ja, es ist irgendwie faszinierend, dass man sagen kann, das ist letztendlich alles auch irgendwo eine Willenssache. Also wenn ich euch so zuhöre und wenn ich dann irgendwie schaue, ihr schreibt Drehbücher, Serien, Romane, ihr lehrt,
ihr habt vielleicht auch noch ein Privatleben, aber also es ist einfach nur, wenn man es machen will, wenn man sagt, okay, ich setze mir eine Regel, ich baue einen gewissen Pain auf, dass ich mich da selber irgendwie zwinge, und dann ziehe ich das einfach durch. Und komischerweise. Dann mache ich es halt einfach irgendwie. Und nicht nur einen Tag, sondern ich mache es halt dann jeden Tag irgendwie. Komischerweise ist unser Output extrem gestiegen, als wir Kinder bekommen haben und eigentlich immer weniger Zeit hatten, weil wir dann eben die wenigen Löcher, die wir hatten, halt benutzt haben. Und da hatte der Kritiker gar keine Chance mehr. Also je weniger Zeit, desto höher war unser Output. Komisch, war wirklich komisch. Bei mir ist also, bei mir aber auch so. Also als ich in dem Seminar war, hat der Robert immer erzählt, dass er von 9 bis 15 Uhr in die Bibliothek geht und sein Handy aus hat und nicht erreichbar ist und nur schreibt. Und ich bin so ich bin nachtaktiv gewesen zu der Zeit und so. Ich habe mir das einfach nie vorstellen können. Und als ich dann ein Kind bekommen habe, habe ich mich an Robert erinnert. Und dann habe ich mich um 9 an den Schreibtisch gesetzt und mein Handy ausgemacht. Dieses Live-Seminar, Story Sense in 3 Tagen, das ist jetzt quasi was ihr erstmalig macht. Also ihr habt die eine Form, die analoge, genau, Variante, ihr habt die digitale Variante und jetzt macht ihr die Online-Live-Variante zum ersten Mal. Und wie oft das dann wiederholt wird, das ist jetzt erstmal noch offen. Genau, das wird sich zeigen und es ist vom Seminar selbst nichts, was wir zum ersten Mal machen, weil es im Prinzip im Kern natürlich auch die ersten 3 Tage der 23 Tage sind. Also man kann auch wunderbar die 20 Tage an diese 3 Tage dranhängen, wenn man will. Man kann aber auch nur die 3 Tage machen. Man kann euch auch das kombinieren, das genau, und dann da weitermachen. Genau, aber das ist jetzt mal wirklich sozusagen einfach das erste Mal in diesem Rahmen. Es ist nicht das erste Mal diese Art Seminar, sondern das ist so der Kern von dem, was wir die ganze Zeit machen, aber das erste Mal in diesem Rahmen. Jetzt würde ich euch noch mal kurz einladen, die Fragen noch nicht beantwortet bekommen haben, die Fragen jetzt noch mal kurz reinzustellen. Dann können wir die noch mal einmal überfliegen, vielleicht, wenn ihr noch Zeit habt. Kurz, ja, ein paar Minütchen. Eine Frage war zum Beispiel auch irgendwie, wie man dokumentarisch noch mit Drama Queen schreiben kann, aber da können wir dann gerne auch schreiben. Das wäre auch noch ein Programmpunkt gewesen. Das kann ich ganz kurz sagen. Willst du noch mal kurz, aber muss auch nicht sein. Also ich kann es in 2 Minuten zusammenfassen. Okay, dann machen wir das noch als Rauschmeißer. Also weil ich tatsächlich in der Situation war, dass ich einen Dokumentarfilm gedreht hatte, und zwar auf eine Art und Weise, wie man normalerweise nicht einen Film dreht. Also normalerweise braucht man ja ein Budget und muss Leute überzeugen und muss erstmal Konzepte schreiben und so. Und da, den hat einfach jemand in Auftrag gegeben und hat gesagt, mach mal. Und das habe ich gemacht. Und ich hatte dann einfach sehr viel Material und sehr viel Archivmaterial. Also ich hatte gedrehtes Material, ich hatte viel Archivmaterial. Und ich habe versucht, das irgendwie für den Schnitt vorzubereiten und habe dann gedacht, naja, bist du ja eigentlich bescheuert, du bist Drehbuchautor, schreib ein Drehbuch. Und habe dann aus diesem Material, das ich hatte, sozusagen ein Drama Queen Dokument angelegt und habe in dieses Drama Queen Dokument einfach aus dem Kopf von dem, was ich wusste, was ich habe, Szenen reingeschrieben, habe teilweise dann die O-Töne mir rausgesucht, wenn ich wusste, da gibt es schon einen, den brauche ich nur noch raussuchen und habe den als Dialog reingeschrieben, habe teilweise die Material von wann bis wann reingeschrieben, manchmal einfach nur, da müssen wir was finden in die Richtung, habe manche Sachen einfach dazu erfunden, wo ich sage, das wäre gut, wenn das hier passiert, wenn das jemand sagt oder so, und habe damit einfach ein Drehbuch geschrieben, das dann unsere Schnittvorlage war. Okay. Also wirklich, wirklich wie ein Dreh. Es sah natürlich ein bisschen, ich kann es euch mal ganz kurz hier noch zeigen, es sah ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, reduzierter aus. Da ist jetzt sehr viel Dialog, logischerweise, ja, weil das auf vielen Interviews beruht und da, ich habe dann auch einfach nur verschiedene Interviews drüber geschrieben oder so. Aber das war alles schon gedrehtes Material. Das war gedrehtes Material und teilweise habe ich dann eben schon die Original, das ist jetzt eine relativ späte Fassung, da ist das meiste dann auch wirklich der Text, der gesagt wurde. Manches habe ich aber auch einfach noch dazu erfunden, wo ich gedacht habe, da finden wir schon noch was im Material, was ungefähr so ist. Und habe mir das hier auch, ja, also wenn man sich das mal anschaut bei der Übersicht, halt einfach nach Sequenzen aufgeteilt. Das war jetzt ein Einstünder, da habe ich 5 Sequenzen.
Ja, das ist jetzt kein 8-Sequenz-Modell oder so, aber das Schöne am Sequenzmodell ist ja, dass man Sequenzen modular zusammenbauen kann. Und ich habe halt hier in diesem Stoff habe ich halt 5 Sequenzen gefunden, habe 5 Sequenzen gebaut und ja, das war dann sozusagen mein Blueprint für den Film. Also es Sind war auch quasi ein. lustigerweise 54 Seiten. Das ist gar nicht so weit weg von der Original-Lauflänge von einer Stunde Also dann es war noch. quasi so ein Montage-Organizer. Also Genau. genau, so ein bisschen interessant, ja. Weil ich mir gedacht habe, wenn wir jetzt anfangen zu schneiden, schneiden wir ein Jahr. Und dann, wenn ich jetzt nicht ein Drehbuch schreibe, dann wird das, ja, dann wird es uferlos. Ja, einfach so Und einen Plan zu machen, genau, ja. genau. Die Frage kam mir auch noch, ich habe das nicht hundertprozentig richtig verstanden. Recherchematerial, also wie geht ihr damit um? Habt ihr da auch einen Platz für in Drama Queen oder macht ihr das separat? Habt ihr da die Notwendigkeit, das in Drama Queen zu sammeln oder ist das getrennt bei euch? Getrennt. Also wir haben auch zur Recherche eine ganz eigene Haltung, die können wir euch vielleicht nochmal mitteilen. Und zwar haben wir auf der Suche nach den größten Schreibverhinderern, auch in unseren Seminaren bei unseren Studierenden festgestellt, dass Recherche ein großer Schreibverhinderer ist. Ein was für ein großer sogar. Und wir haben das sogar so hart betrieben, dass wir Recherche während des Ausschreibens verboten haben. Und wirklich so mit auch Handy aus. Wir haben sogar Handys eingesammelt, wir haben den WLAN-Router ausgemacht, damit auch nicht die Teilnehmerin dann den spanischen Vornamen vom Love Interest googelt und dann später bei Facebook hängen bleibt. Also deswegen trennen wir diese Prozesse Recherche und Schreiben extrem. Also ganz, 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 ganz strikt. Das machen wir auch bei unserer Arbeit jetzt. Bei Sisi zum Beispiel brauche ich auch viel Recherche. Trenne ich ganz extrem und habe das dann auch nicht im selben Dokument. Damit ich bloß nicht anfange, irgendwo zu. Wie verschriftlichst du das oder hast du da In einem eigenen irgendwie? Dokument. Jetzt bei Sisi haben wir noch eine Assistentin, die kriegt dann von uns E-Mails mit Rechercheaufgaben. Aber wenn die was schreibt, das und antwortet, gucken wir erstmal gar nicht rein, während wir arbeiten, sondern wir trennen das, weil wenn wir dann so ein Dokument kriegt über 10 Seiten, dann und man hat keine Lust zu schreiben, was macht man? Man liest diese 10 Seiten. Ja, und ja. Und da gucken uns immer die Teilnehmerinnen ganz entsetzt an, wenn wir die Handys einsammeln oder eben halt wirklich Rechercheverbot erteilen. Aber wir haben auch eben festgestellt, ja, natürlich, Recherche vor dem Schreiben ist wichtig, aber auch nicht, man muss es auch gar nicht exzessiv treiben. Oft passiert auch das, dass man, wenn man eben was nicht genau weiß und jetzt gerade sich unsicher ist, dann schreibt man eben mal dramaturgisch erstmal etwas hin, was Sinn macht und kann es danach recherchieren. Und oft ist dann das, was dramaturgisch Sinn macht, gar nicht so weit weg von der Wahrheit. Das heißt, es ist nicht die Notwendigkeit, vorab zu recherchieren, deiner Meinung nach. Ja, wenn man jetzt, was weiß ich, einen Film schreibt, der auf dem Mars spielt, in einer Sauerstoffgenerationsmodul und ihr habt keine Ahnung vom Mars und keine Ahnung vom Sauerstoffgenerationsmodul, wäre es cool, wenn ihr vorher ein bisschen was recherchiert. Also Aber ich ihr habe zum müsst schon die Beispiel. Welt euch so weit erschließen, dass ihr in dieser Welt überhaupt eine Geschichte schreiben könnt. Und das ist eben das so, wenn es dann um Details geht in der Recherche, und es wird um Details gehen, weil ihr werdet ja auch Details in der Geschichte brauchen, ist es halt ganz oft so, wenn man erstmal im Zuge der Geschichte das Detail nicht hat und was erfindet, kann man das später super nachrecherchieren, weil man genau weiß, was diese Szene eigentlich für eine Wirkung hat und was, nur wonach man genau sucht. Und ganz oft findet man dann viel präziser und einfacher was in dem großen Recherchematerial, als wenn man vorher alle Möglichkeiten versucht abzudecken und alle möglichen Details vorrecherchiert. Nachrecherchieren ist meistens wesentlich zeitsparender. Wir teilen das sogar manchmal auf. Jetzt, wo wir die wunderbaren Jahre geschrieben haben, das ist eine Romanadaption. Da hat nur der Flo den Roman gelesen. Ich nicht. Damit ich war dann frei und habe dann wild umgebrainstormt, wo der Flo ein bisschen der verhaftet war. Und jetzt Das bei ist Sissi ist super. so, dass die Elena Hell, meine Co-Autorin, ist totaler Sissi-Freak, schon seitdem sie laufen kann. Und ich habe keine Ahnung von Sissi. Also natürlich jetzt schon, aber ich hatte lange Zeit keine und kam dann immer mit den krudesten, wildesten Ideen. Und dann zusammen war es gut. Das heißt, ihr habt da auch so eine Rollenverteilung im Team, oder? Ja,
Der Flo hat mir auch immer bei den Romanen auf die Finger geklopft. Und dann, aber ich war dann eben frei im Kopf und hab, ja, das war gut. Ja, und das hilft einfach manchmal. Also ich habe jetzt das eine Kinderbuch, das ich schreibe, da spielt ein Pferd eine wichtige Rolle. Ich habe halt vorher minimal das Wichtigste recherchiert, was ich wissen muss. Ich habe vorher keine Ahnung gehabt über Pferde. Und inzwischen tausche ich mich halt jetzt über die Details mit Spezialisten aus, die mir das ganz genau sagen können, wie das geht, was ich dann da brauche und wie das Detail realistischer ist. Ja. Jetzt weiß ich zum Beispiel, dass Pferde sehr lange trainieren müssen, bevor die drehfähig sind. Ja. Monate vorher. Was ich auch, glaube ich, von euch mitgenommen habe, war auch so die Ansage, ergebt euch nicht in das, was die Recherche euch liefert, sondern ihr seid diejenigen, die es in der Hand habt und ihr müsst es halt dann einfach drehen und wenden, dass es ja dann doch wieder irgendwie passt. Das ist dann genau Teil des Jobs und nicht zu sagen, okay, jetzt muss ich an der Stelle aufhören. Ich habe leider nicht bedacht, dass da, sondern also das zum muss Beispiel man jetzt quasi auch als Herausforderung sehen, oder? Bei Sisi gab es vor der Elena und mir noch zwei andere Teams, die für diese Produktion und für den Sender das geschrieben haben. Also die haben, glaube ich, 2 Jahre entwickelt. Und beide Teams haben den Fehler gemacht, dass sie sich viel zu sehr rein recherchiert hatten und dann immer nur die Realität, die vermeintliche Realität als Maßstab genommen haben. Und das ist selten, kommt dann ein guter Film raus. Sondern es gibt natürlich Dinge, die, also man muss auch bei einer historischen Figur nach einem Thema suchen und nach dem, was man wirklich erzählen will, und nicht nur das Wikipedia-Wissen versuchen, irgendwie gut zusammenzuwürfeln und so. Und mein Lieblingsbeispiel ist eine Autorin, die bei uns mal im Seminar war und einen Stoff geschrieben hat, der, ich weiß gar nicht mal, ob ich es jetzt richtig sage, in den 30er Jahren in Italien gespielt hat und bei dem es um die Todesstrafe ging. Also Todesstrafe war ein essentieller Bestandteil der Prämisse, weil es ging um einen Todeskandidaten, der sozusagen mit einem jungen Psychologen zusammen, der soll einschätzen, ob der strafmündig ist und ob der hingerichtet werden kann oder nicht. Und da hat sie ein ganz tolles Drehbuch geschrieben, für diese First Step Award gewonnen hat, das dann Amazon eine Miniserie mit ihr weiterentwickelt und so. Und die hat aber uns dazwischen mal verflucht, weil da hatten wir natürlich das Gleiche gesagt. Sie kannte sich ein bisschen aus, weil sie kannte die Gegend, in der es gespielt hat. Sie kannte dieses Gefängnis, in dem es gespielt hat. Sie kannte so ein bisschen die Bedingungen dort. Sie hat aber später herausgefunden, dass es zu der Zeit keine Todesstrafe gab in Italien. Und sie hat uns absolut verflucht, dass das der Fall war. Sie hat dann aber weiter recherchiert und hat aber sozusagen die historischen Umstände gefunden, unter denen es doch möglich war. Und sie hätte halt diesen Stoff, wenn sie jetzt recherchiert hätte und gesagt hätte, ja, gab es ja gar nicht, ja, dann schreibe ich den nicht, hätte sie nicht geschrieben. Also das wäre effektiv, wäre es gewesen, dann hätte sie es sein lassen und hätte gesagt, dann mache ich das nicht. Und das wäre dann natürlich sehr schade gewesen, weil das war ein sehr wichtiger Stoff für sie. Da schreibt sie noch in den Chat rein, machen wir jetzt einfach noch ein paar Fragen, wenn ihr habt. Ja, man kann unsere Club 23 Masterclasses und Drama Queen kombinieren. Also beide Tools sind offen. Mhm. Und in Club 23 bekommt ihr die alles mitgeteilt zum Thema Schreiben und alle Fragen an den Stoff gestellt und alles, was ihr wissen müsst über die 8-Sequenz-Methode und über eure Hauptfigur und über den schritten zweiten Akt. Und all das, was ihr da von uns an Fragen gestellt bekommen habt, füttert ihr gleich in Drama Queen. Ja, und im Idealfall habt ihr nach einem Seminar prallvoll gefülltes Drama Queen Dokument, am besten sogar schon mit einem ausgeschriebenen Treatment, bei Treatment in 5 Tagen. Also die beiden Tools sind wunderbar miteinander kombinierbar. Vielen Dank euch dreien. Efi, dir auch. Gerne mal wieder wiederholen, wenn sich wieder was angesammelt hat. Gerne. Und dann wünsche ich euch ganz besonders natürlich bei euren Projekten ganz viel weiterhin so tollen, großartigen Erfolg, dass wir ganz viel zum Schauen haben. Und natürlich allen Teilnehmern wünsche ich ganz viel Erfolg mit ihren Projekten, sei es Drehbuch oder Roman. Und ja, vielleicht bis zum nächsten Zoom. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Gutes Schreiben. Vielen Dank an allen, dass ihr so lange durchgehalten habt. Tschüss zusammen. Bye, bye.